1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Locke, locke, locke. Was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und den nächsten Satz springen. Hopp. 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 Vor dem Abbruch. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen
die erste 30. Hop. 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 Gute nächste, let's bring. Hop. 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 Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersambach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, und Elbow. Okay. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Gute nächste, let's bring. Hop. Hop. Hop.
Ja, also in den nächsten. Ja, und dann damit sage ich hallo und herzlich willkommen im OFC Fanradio Kickers TV. Wir senden hier live aus dem Homburger Waldstadion. Sehr, sehr schön ist es hier. Ich blicke in die Ferne und man sieht nur Kiefern und Fichten und ein schönes Waldstadion. Hier seht ihr jetzt das Bild, das langsam aber sicher uns ins Stadion hereinführt. Und ich sage, wir sagen hallo, denn ich habe es in der PK schon erwähnt, ein Blast from the Past. Donnerschlag, würde ich mal sagen. Wer sitzt denn hier neben mir? Naja, das ist ja eine Begrüßung. Dann sage ich auch herzliches Willkommen von meiner Seite. Freue mich, dass ich heute mal wieder dabei sein darf. Guck mal, wir sind, glaube ich, hier. Da können wir gerade mal in die Kamera winken. Also keine Angst, ich bin nur heute aushilfsweise da. Ich komme nicht wieder so schnell zurück. Ich war als Fan, habe ich mich gemeldet. Ich bin heute ohne in Homburg. Kann ich euch eine Tasche tragen? Und dann hieß es, du kannst mal mitkommentieren. Und da freue ich mich. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auch sehr, dass du mal wieder dabei bist. Also wirklich schön, mal wieder neben dir zu sitzen. Wir haben ja schon viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Ja. So wie es aussieht gerade, hält sich das Wetter in Grenzen. Auf der Hinfahrt hatten wir nur Schüttwetter. Wie war es bei dir? Ja, aber wenn Engel reisen, du weißt ja, spätestens wenn die Kickers jetzt dann hier um den Ball sauste, dann wird hier auch die Sonne rauskommen. Zumindest in unserem Herzen brennt sie schon. Also bei mir brennt sie. Ich brenne. Sehr gut. Wir brennen alle auf dieses Spiel. Wir sind heiß drauf. Dritter Platz, das sind wir mit 46 Punkten gegen den direkten Tabellennachbarn vom FC 08 Homburg auf Platz 4 mit 44 Punkten. Und hier haben wir unsere Spieler und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, schon mal unsere Startelf einzublenden. Und so werden wir anfangen mit David Richter im Tor. Rossmann, Zielinski und Breitenbach in der Dreierkette. Als Schienenspieler über links Dominik Wanner. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wo ist Ronny Marcos? Hat sich leider Gottes im Abschlusstraining leicht verletzt. Muskuläre Geschichte. Kann noch nicht genau sagen, wie lange es sein wird. Das wird natürlich so bald wie möglich geliefert, diese Informationen. Über rechts dann Vincent Moreno. In der Mitte, in der Zentrale Mike Vetter und Joost Mayrose. Also die beiden Terrier, die beiden Krieger nebeneinander. Davor dann Hosiner und in der Doppelspitze Bosic und Feigenspahn. Das hat mir im letzten Spiel in Balingen sehr gut gefallen. Du warst auch da, Lars. Die ersten Minuten waren schon wirklich wahnsinnig. Auf jeden Fall. Das war mal wieder richtig geiler Kickers-Fight. Und überhaupt, was man jetzt so sieht hier auf dem Tableau an Aufstellung, das verspricht eigentlich passend zum Wetter hier. Ein richtig geiler Fight. Denn das ist ja eine sehr, sehr robuste Truppe. Und da haben wir ja das Sinnbild für Robustheit, Mike Vetter. Freut mich, dass er so schnell schon wieder geschafft hat in die Anfangself. Freut mich auch sehr. Er ist ja wirklich seit einigen Jahren verletzungsgeplagt. Immer wieder wird er ausgebremst. Mal der Zeh, dann ist es der Oberschenkel gewesen im Trainingslager. Und jetzt ist er also back in business. Zurück ist er, Mike Vetter. Und heute spielen wir, wie gesagt, gegen Homburg. Und die Aufstellung haben wir natürlich auch für euch. So, wie wir sie uns vorstellen. Mit Wozniak im Tor, dann in der Viererkette Hoffmann, Stegerer, Heilig und Steinmetz von links nach rechts. Als Doppelsechs Teisinger und Valon Perdedei. Über links, den kennen wir, Mendler. Und in der Mitte Marco Ristel, über rechts Ardestani und vorne drin Eisele. Also eine Mannschaft, die jetzt schon lange auch zusammenspielt. Das ist die Namen, die sagen einem was. Ne? Also viele, viele Jahre schon gegen sie gespielt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch Stegerer zum Beispiel. Überhaupt muss man ja sagen, der FC Homburg hatte ja viele Jahre lang immer auch einige an OFT-Spielern bis hin zu Funktionären. Joti Stamatopoulos, unser Co-Trainer unter Olli Reck, war hier beim FC Homburg. Und vielleicht ist das jetzt ein gutes Omen. Wir haben ja nicht immer gut hier abgeschnitten. Ich erinnere mich zwar auch an mal einen deutlichen Sieg, aber ja, heute wird der Bock umgestoßen. Heute wieder umgestoßen. Hoffen wir es. Im Hinspiel, ja, das war so das Wegweisende so ein bisschen. Da haben wir 1-2 verloren. Das war das Ende der Ära Alexander Schmidt, der ja wirklich nicht lange ging. Da hat man sich dann entschieden, sich von ihm zu trennen. Viel ist mittlerweile passiert. Ersan Palatan ist richtig angekommen. Er hat die Mannschaft unter seinen Fingern und Augen und leitet hier natürlich wieder von der Bank die Partie unserer Mannschaft. Natürlich haben wir auch eine Wechselbank. Wir haben noch Maximilian Engel als Ersatztorwart dabei. Rafa Garcia ist wieder mit im Kader. Simir Šarić, Lukas Hermes, Christian Derflinger auch wieder komplett fit und im Kader. Almir Mesanovic, Damian Balic, Jakob Zitzelsberger und Julian Albrecht. Und auch die Homburger haben natürlich noch eine Ersatzbank mit Niklas Knichel, José Matovila, Thomas Gößweiner, Joel Gerezgia, Philipp Hoffmann, Philipp Schuck, David Hummel und Luca Plattenhardt. Und ja, du hast gesagt, Joti, wir haben es gerade mal gegoogelt, er ist mittlerweile in Aue angekommen, also Drittliga-Co-Trainer bei Erzgebirge Aue. War eine gute Zeit mit ihm. Ist eine absolute Marke, ist ja eine rheinische Frohnatur, obwohl er ja türkischer Abstammung ist, ja. Und dann über verschiedenste Umwege nach Offenbach kam, mit Olli Reck zusammen dieses geile Jahr auch hatte. Das war ja überhaupt, was da aus der Mannschaft rausgeholt wurde, das waren ja alles Nobodies. Und da hat er auch seinen großen Anteil mit dran gehabt, ne.
Und hin und wieder schreibe ich mich nochmal mit ihm so über WhatsApp. Also das war wirklich ein toller Typ. Sehr gut. Ja, haben wir noch unsere Medienabteilung, die für euch live quasi im Internet unterwegs sind, auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Ja, die Marie Hagel und der Nico Reinicke, die wirklich so gut wie immer dabei sind. Entweder im Doppelpack oder alleine sind sie immer vor Ort und versorgen euch hier mit aktuellen News. Wirklich toll, dass wir so ein absolut geiles ehrenamtliches Team haben bei uns im Kickers TV und auch im kompletten Medienteam, die wirklich immer da sind, wenn man sie braucht. Lars, du hast es 20 Jahre erlebt. Auf jeden Fall. Ich durfte das ja auch aufbauen, die ganze Geschichte. Es war ja alles aus der Not, eine Tugend machen. Das ist ja eigentlich das Motto der Offenbacher Kickers schon seit Jahrzehnten. Damals nach der Insolvenz, da war auf einmal niemand mehr da, keine bezahlten Kräfte. Und dann musste man mit null anfangen. Ja. Da wurde ich einfach zum Pressesprecher benannt, ja, weil ich halbwegs da ein bisschen Erfahrung mitgebracht habe. Und dann war klar, das kann ich nicht alles alleine machen. Und dann habe ich viele Ehrenamtler gesammelt. Und Marius, du warst ja jetzt auch damals dabei, bist dann zu mir zum Fanradio-Team gekommen und heute darf ich dir mal assistieren. Das freut mich. Mich auch sehr, ja. So ändern sich die Zeiten. Wirklich schön, dass du uns auch hier erhalten bleibst. Natürlich immer wieder mit Rat und Tat zur Stelle. Vielen Dank, lieber Lars. Ja, ich habe dich in der Anfangszeit ja wirklich auch fast täglich angerufen. Ne? Vor allem der Juli war natürlich auch sehr stressig mit großen Spielen gegen Düsseldorf und Köln. Und da ist die Handyverbindung zu dir natürlich immer sehr heiß gewesen. Ja, anfangs, sage ich immer, hat er zweimal täglich angerufen. Dann warst du noch einmal täglich, dann nur noch einmal die Woche und jetzt alle zwei Wochen. So ist es. Für einen netten Plausch, das geht natürlich immer. Schön, wie das alles. Aber weil du gerade bei Ehrenamtler bist, können wir vielleicht auch dem Jörg Kronau nochmal Danke sagen, denn der bereitet uns hier also alles, was an wichtigen Informationen gibt, so gerade auch über das Auswärtsteam immer vor und da können wir heute wieder aus dem Vollen schöpfen, oder? So ist es, wir können es ja gerade mal reinhalten in die Kamera, so sieht das aus. Wir haben hier gleich nochmal die Reporter-Cam, schaut mal rein, das ist hier eine professionelle Vorbereitung von Jörg Grunau. Alle Spieler mal aufgelistet, wo haben sie gespielt, wie lange sind sie neu dazugekommen und natürlich noch ein anderes Blatt mit Auswechselspielern und Infos etc. pp. Also vielen, vielen Dank auch nochmal von mir, das ist wirklich eine tolle Vorarbeit. Und wir können hier deswegen aus dem Vollen schöpfen. Und im Hintergrund hören wir nochmal die Aufstellung. Ich glaube, wir können sie auch nochmal einblenden. So startet unser OFC mit David Richter im Tor in der Dreierkette. Dann Rossmann, Zielinski und Breitenbach. Linker Schienenspieler heute von Beginn an Dominik Wanner. Kurze Info, Ronny Markus hat sich im Abschlusstraining leider leicht verletzt. Muskuläre Geschichte. Es gibt natürlich zeitnah weitere Infos, wie es genau bei ihm aussieht. Vincent Moreno über die rechte Seite. Vetter und Mayrose besetzen heute die Zentrale als Doppel-Sechs, aber natürlich auch mit Offensivbemühungen. Hosina dann davor als kreativer Zehner und Bosic und Feigenspahn in der Spitze. Das also die Startelf unseres OFC. Ersan Palatan gezwungenermaßen muss er zweimal wechseln. Björn Jopek hat ja im letzten Spiel diese wahnsinnige Ampelkarte gesehen. Nach gerade mal, ich glaube, 35 Sekunden hat er da die Ampelkarte gesehen. Das war schon wirklich Wahnsinn. Sehr fragwürdig, finde ich. Sehr fragwürdige Entscheidung. Also muss man nicht geben. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, darf man nicht geben. Ja, das war schon wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Aber das ist Vergangenheit. Jetzt schauen wir auf Homburg. Und ich sage Homburg, das ist die Aufstellung unseres Gegners. Das sind die Gastgeber mit Wozniak im Tor. Hoffmann, Stegerer, Heilig und Steinmetz besetzen die Verteidigungsreihe. Davor dann Teisinger und Perdedei. Über links Mendler, über rechts Adestani, in der Mitte Marco Ristel. Und vorne drin Fabian Eisele. Also eine eingespielte Truppe, die natürlich auch wieder Gutmachung leisten muss. Denn sie haben im letzten Spiel, im Ligaspiel gegen Kassel, haben sie 0-2 verloren gegen Kasseler oder Kasselaner, die wir am Mittwoch vor der Brust haben. Also Flutlichtspiel. Mittwoch 19 Uhr auf dem Biberberg. Wer es noch nicht auf dem Schirm hatte, und ich glaube, das sind wenige, jetzt nochmal ankündigen und natürlich rot markieren, da müssen wir alle hoch auf den Berg. Du bist auch wieder dabei, oder? Ah ja, was für eine Frage, natürlich. Also das ist ja ein Pflichttermin, ganz klar. Und es ist ja noch dazu ein Hessen-Derby, also Hessen-Kassel, da habe ich noch ganz andere Partien erlebt, damals mit 20.000 Zuschauern, sowohl bei denen als auch bei uns. Ja, es ist immer geiler Fight gewesen. Man fährt ja schon lange hin und trotzdem ist es ein Derby. Auf jeden Fall. Nee, das hat immer eine besondere Brisanz. Ist halt jetzt ein bisschen schade, dass da wahrscheinlich nicht so viele Kassler dann mit runterkommen können oder werden. Aber ich denke, für die geht es ja auch noch darum, sich dort im Mittelfeld richtig festzusetzen. Also mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall stimmungsgewaltig.
Das denke ich auch. Das war ja schon wirklich auch laut gegen Balingen, wenn man mal gesehen hat. Die Mannschaft hat das Feuer auf den Platz gebracht und sofort sind natürlich unsere Fans auch da. Natürlich immer, aber wenn sie es auf den Platz zurückkriegen, dann sind sie natürlich noch mal ein Stück lauter. Und das erwarte ich natürlich auch vom Spiel gegen Kassel. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Hast du eine besondere Erinnerung an Homburg oder an einen Fan oder so, der dir mal in Erinnerung geblieben ist? Du hast vorhin einen ausgepickt, einen Herrn, der vor uns saß. Ja, das ist wirklich eine Tragik, muss man wirklich sagen. Also hier links von uns, damals saßen wir immer direkt hinter ihm und der hat uns permanent provoziert, immer hier, jedes Mal, wenn wir hier live kommentiert haben. Bei jedem Eckball oder bei jeder Großchance, wenn wir ihn vergeben haben, dann hat er uns ausgelacht und hat da vor uns rumgetänzelt und nach dem Tor für Homburg, das war unerträglich. Aber ich bin ganz froh, dass wir heute ein bisschen rechts von ihm versetzt sitzen und dass er uns noch nicht erblickt hat. Ja, war smart gemacht, natürlich von uns, dass wir es extra hier reingepflanzt haben. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Aber ja, eine Lars Kistner, eine wandelnde Anekdote, würde ich einfach mal sagen. Eine wandelnde OFC-Anekdote. Das Lexikon. Bosic hat mir letztens erzählt von deiner Brandrede, hat er es genannt, die du mal den neuen Ankömmlingen beim OFC erzählt hast, warum denn die Rivalität zwischen Offenbach und Frankfurt so ist und wie das damals mit dem Bundesliga-Skandal war. Ich glaube, das sind Sachen, die Neulinge jetzt natürlich verpassen. Ja, das habe ich immer im Sommertrainingslager gemacht, wenn die Neuen kamen. Und da waren wir ja meistens in Polen und da habe ich dann immer für die ganze Mannschaft Kickers Historie gelehrt. Das war so wie eine Schulstunde. Abends waren sie schön alle da brav gesessen und da konnte ich sie so richtig auch begeistern und die haben dann auch im Nachgang so beim Essen und so immer nochmal nachgefragt, ja, wie war das jetzt und so und dies und das und da haben wir die ganze Historie der Offenbacher Kickers immer von vorne bis hinten durchgegangen, aber vor allen Dingen auch, was die Rivalität zu den Hühnern da drüben angeht, die mir so ganz besonders mögen, so wie Bauchschmerzen und das habe ich dann ein bisschen aufgeklärt, warum das so ist, ne? Dass dieser ganz besondere Club, um das mal so vorsichtig zu sagen, ja, eigentlich nur noch wegen DFB-Gnaden am Leben ist. Also, die Storys von Lars Kistner sind immer noch in Erinnerung. Bosic hat sich da letztens lachend dran erinnert. Also hat er natürlich genossen, diese Storys von dir. Mittlerweile bist du aber im Vogelsberg, hast deine eigene Taxiunternehmen aufgehoben mit deinem Bruder zusammen, oder? Ja, mein Patenonkel hat das vor 17 Jahren gegründet und da durfte ich schon damals ein bisschen mithelfen bei der Existenzgründung. Das habe ich jetzt dann übernommen im letzten Juni. Ich habe erst den Vertrag hier beim OFC fertig gemacht. Das stand ja schon viel länger fest, also ein paar Monate vorher. Und dann habe ich das übernommen und da haben wir ja 12 Mitarbeiter, 6 Taxis, sind da die Nummer 1 im Hohen Vogelsberg. Macht Riesenspaß und ich liebe es, dort hochzufahren und ich liebe es aber auch immer wieder nach Hause nach Offenbach zu fahren. Also insofern habe ich jetzt 2 zu Hause und an dieser Stelle will ich auch mal alle OFC-Fans im Vogelsberg grüßen. In Grebenhain, in Hartmannshain, in Freienstainau, im Oberwald. Also das sind überall so viele OFC-Fans und wenn ich dir eine Story vielleicht noch ganz schnell bringen darf, ne, dann bin ich neulich nachts dann von Wächtersbach, habe ich eine Truppe heimgefahren und dann irgendwann kam es aufs Fußball und dann ging es um den Hühnerclub da drüben, ne? Und da sage ich, nee, mit denen habe ich keinen Vertrag. Auf einmal guckt er mich ganz lange an und sagt, bist du der Donnerschlag? Und da habe ich gesagt, Donnerschlag, so ist es. Geil, ey. Ja, wenn du es erzählst, ich wollte auch gerade sagen, es hat nicht lange gedauert, bis du auch wieder Videos geschnitten hast. Und zwar eins war dabei vom Fanclub Grebenhain. Ich glaube, 50-Jähriges haben sie gefeiert oder genau. So. Ne? 50-Jähriges Jubiläum, das muss man sich mal überlegen. Sigi Held hat damals den Impuls gegeben in einer Veranstaltung in Lauterbach. Das geht alles auch aus dem Video hervor. Und daraufhin hat sich der Fanclub Grebenhain gegründet. Erwin Kostäder war damals mit dabei bei der Gründung. Also ein ganz tolles Video kann man unter vb-tv.de sehen, also Vogelsberg TV, VB-TV und da gibt es halt alles, was den Vogelsberg ausmacht und da gehört natürlich der Fanclub Grebenhain dazu. Du hast schon ein paar Grüße losgeworden, ich habe auch noch einen zum Nachholen und zwar grüßt der Moritz, Moritz Bönisch grüßt seinen Erik, den Vater, also viele Grüße vom Sohn und Mann Forever, Block 3 und 3 Punkte für den OFC, hiermit also ausgerichtet, schöne Grüße nach Offenbach, schön, dass ihr zuhört und hoffentlich können wir euch hier 3 Punkte nach Hause liefern oder babbeln, wie du es immer ganz gerne gesagt hast. Wir babbeln die Dinge neu, du. Das machen wir schon, oder? Heute babbeln sie mir so neu. Ich hoffe das. Das hoffe ich doch. Hören wir noch die Einlaufmusik. Gleich werden die Mannschaften also rauskommen aus dem Spielertunnel und dann kann es hier fast pünktlich losgehen. Also das ist wirklich auch eine Sache, die ich, seitdem ich jetzt hier auch in offizieller Sache unterwegs bin, festgestellt habe. Dass man eine Partie wirklich pünktlich um 2 Uhr anfängt, das ist, glaube ich, einmal vielleicht vorgekommen bisher. Ja, das gibt's selten, ja, das stimmt. Aber noch haben sie Zeit, ungefähr 20 Sekunden. Jetzt ist es schon wieder vorbei, also 14 Uhr.
Gleich müsste es losgehen. OFC zu Gast in Homburg und wir blenden nochmal die Aufstellung unserer Kickers ein. Und zwar fangen wir an mit David Richter im Tor, Maximilian Rossmann, unser Kapitän Sebastian Zielniecki und Jason Breitenbach, der Doppeltorschütze, sind hinten drin in der Dreierkette. Davor dann Dominik Wanner auf der linken Seite als Schienenspieler, wird also Kilometer fressen. Und über rechts Vincent Moreno, der das Gleiche auf der rechten Seite tun wird. Vetter und Mayrose besetzen die Zentrale als Sechser. Davor dann Philipp Hosiner, der hoffentlich göttlich Bosic und Feigenspahn in der Spitze bedienen wird. Das also die Startelf unseres OFC. Kaspar, wie ist es eigentlich für dich, jetzt hier mal so zwei neue Kommentatoren neben dir sitzen zu haben? Naja, manchmal macht man sich ja ein bisschen Sorgen, dass da Unsinn gebabbelt wird am Mikrofon. Und beim Lars Kistner hat man halt 90 Minuten durchgehend Puls, dass er sich verplappert. Das ist klar. Aber davon ab freue ich mich extrem, dass der Lars mal wieder hier sitzt und dass wir hier mit einem ganz großen Gedeck produzieren können. Das macht das nämlich dann auch möglich. Sehr schön. Also, ja, Kaspar heute in der Funktion, in der Regie zu sitzen, hat das also alles im Blick und wird uns natürlich in die Seite stechen, falls wir Unsinn reden sollten. Das wird aber nicht passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Tim Bossert dann links neben ihm am Stream. Und dann haben wir heute drei Kameras für euch vor Ort. Jason Kalivas steht unten am Spielfeldrand an der Grasnarbe. Links dann Wolfgang an der Totalen und der André hat heute auch eine Kamera an der Hand. Und hier sind unsere Mannschaften, der OFC und der FC 08 Homburg. Und der OFC im Heimspiel mit rot-weißen Trikots. So muss es sein. So muss es sein. Also wir holen die Heimspiele, egal wohin, sind immer am Start. Und hier haben wir es also. Ganz in Rot gegen grün-weiße Homburger. Auf sehr schönem Rasen. Das hat er wirklich runtergeplästert, aber ich glaube, das ist so natürlicherweise so ein relativ harter Platz. Deswegen hat der Regen immer ganz gut getan. Ja, und was mir ganz besonders gefällt, dass wir eine richtig rustikale Truppe hier zusammen haben. Wenn wir da mal aus dem Zentrum schauen, Zielniecki, das ist kein Kind von Traurigkeit. Rossmann sowieso nicht. Wanner, der weiß auch ganz genau, wo er hintreten muss. Ja, Moreno, der kann's. Mayrose, das hat er bewiesen. Und neben ihm Mike Vetter, die Kampfsau schlechthin. Also da hinten sind wir gut aufgestellt. Das glaube ich auch. Also Kampf ist heute die Message. Und ich glaube, das werden wir auch auf dem Platz sehen, während sich jetzt hier vor unserer Nase noch einige Fans ihre Sitze suchen. Und dann kann es gleich hier fußballerisch losgehen. Zielniecki gerade noch beim Münzwurf. Bin gespannt, welche Farbe er genommen hat. Ah, jetzt sieht man es gerade nicht hinter seinem Bein, aber natürlich hat er rot gewählt. Schwarz gewinnt allerdings, deswegen Homburg gewinnt hier den Ball oder für was auch immer sie sich entscheiden werden. Und Zielniecki kann sich einreihen in den Einschwörkreis vor diesem Kracher gegen den direkten Tabellennachbarn vom FC 08 Homburg. Hier haben wir sie, Dominik Wanner, der heute einspringt von Beginn an. Ronny Marcos hat sich leider im Abschlusstraining gleich verletzt, muskuläre Geschichte. Ja, was man gerade nicht sieht, das sind die OFC-Fans, die sind nämlich rechts von uns, die hört man hier trommeln und sind lautstark unterwegs, schwenken ihre Fahnen, sieht richtig gut aus. Also ich würde sagen, gegen den Homburger Block doppelt so viel Offenbacher. Das bestimmt, also man hört sie auch von der rechten Seite. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gut, eineinhalb Stunden, ein Dreiviertelstunden Anfahrt hier ins Saarland nach Homburg. Und Homburg wird anstoßen. Das ist ihr Kapitän Mart Ristel, der das hier ausfüllen wird. Der OFC also erstmal in Abwartstimmung und jetzt geht es los. Der Ball rollt. Ich mal Gott mit uns, das muss sein. Du bist zurück, Lars. Schön, das gehört natürlich dazu. Weitergleitet erstmal auf der linken Seite. Die Homburger schon an der Eckfahne, der Ball trudelt aber ins Aus. Es gibt also den ersten Ballgewinn für den OFC in Form eines Einwurfs und den übernimmt Vincent Moreno ganz, ganz tief hinten in der eigenen Hälfte, schon fast an der Eckfahne, so auf Höhe des 5-Meter-Raums, aber er genehmigt sich jetzt noch ein paar Schritte nach vorne. Ja, jetzt hat er erstmal eingeworfen, 15 Meter, findet dort Bosic, der erstmal mit dem Kopf verlängert auf der rechten Seite, das Gedümmel, ja, da geht's rechts und links, jetzt kommt dann vielleicht doch der Pass, aber die Homburger erst einmal dazwischen. Ja, schade, auf der linken Seite wäre natürlich viel Platz für Wanner gewesen, aber von dort so einen Diagonalball zu spielen, das aus dem Stand ist natürlich auch nicht leicht, den muss natürlich erstmal sehen, dass er da so frei ist. Ballverlust durch Foulspiel vom OFC, deswegen die Homburger jetzt mit einem kurz ausgeführten Freistoß noch in der eigenen Hälfte, verlagern die Kugel jetzt auf die rechte Seite, vorne werden ein paar Läufe angeboten, aber weiterhin ist es der Mann mit der Nummer 26, Tim Steinmetz, mit dem Ball am Fuß, will jetzt hier vorbei an Rossmann, das lässt er aber sich nicht gefallen. Rossmann mit dem Ballgewinn, dann Homburg nochmal dran und es gibt den Einwurf für
Homburg, naja, ich weiß nicht, Kickers, glaube ich. Also Rosine, der hat da zu Recht reklamiert, allerdings, Schiri sieht es anders, so können die Homburger erst einmal ganz zurückspielen auf ihren Torhüter. Christian Wozniak kam ja aus Braunschweig, dort hat er in der U19 gespielt, auch 30 Regionalligaspiele schon. Oh, und 1,94, gute Statur. Ja, der füllt ein bisschen was aus im Kasten, während die Homburger jetzt hier über die linke Seite kommen, aber nicht vorbei an Moreno, der gut aufpasst und dann in die Mitte legt. Zu Philipp Hosina, will klatschen lassen, zu Jos Meierose, geht aber wieder ins Aus. Also nächster Einwurf für die Homburger, wieder über die linke Seite vor ihrem Heimblock, würde ich mal sagen. Aber hier unser Kickersblock in Rot-Weiß natürlich lauter und voller. Nochmal für euch die Message. Wir kommentieren natürlich hier auch im Radiomodus und im TV-Modus. An alle herzlich willkommen nochmal von uns im Stream. Wir schreiben die dritte Spielminute. Es ist ein nicht ganz so spannender Beginn. Homburger mit ein paar mehr Spielanteilen, aber es ist ja wirklich noch früh in der Partie. Und neben mir sitzt ein ganz besonderer Spezialgast, der vielleicht für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr erinnert euch, Lars Kistner, schön, dass du nochmal da bist, jetzt auch mal nochmal hier im Stream. Na, da freue ich mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Ich wollte ja einfach den Kofferträger machen, weil ich heute als Fan hier in Homburg unterwegs sein kann. Und jetzt schauen wir erst einmal, da kommen die Homburger vorne an die Strafraumgrenze, aber der UFC erst einmal dort hinten dicht gemacht und jetzt wird er auch weggehauen. Naja, so richtig kriegen wir die Kugel nicht raus, die Homburger, halblinke Verbindung, aber dann ist die Situation geklärt. Jetzt zumindest muss hier rausgespielt werden, Hosina kontrolliert den Ball und auf der rechten Bahn ist der Ball jetzt ins Ausgetrudelt. Ja, das wäre abseits gewesen. Ist ein Homburger weggeblieben, hat er gesehen. Ja, er stand einen Schritt oder zwei drin. Deswegen ging er gar nicht erst zum Ball. Die Chance also für uns, ihn dann aufzunehmen. Und im Endeffekt landet er jetzt hier im Seitenhaus. Einwurf UFC, Vincent Moreno auf der rechten Seite. Hat sich super eingespielt in die erste Elf. Hier bei uns beim UFC auch in der Umstellung der Fünferkette eine sehr, sehr gute Rolle, sowohl offensiv als auch defensiv. Kopfballverlängerung jetzt von Feigenspahn in Richtung Bosic, der setzt nach. Der Ball landet dann im Aus und entschieden wird Einwurf für Homburg, kann das sein? Also ein bisschen Unglaube hier von Dejan Bosic, aber es geht weiter mit Einwurf Homburg, jetzt schon ausgeführt, weit nach vorne geschmissen und Kopfballverlängerung, aber da ist Breitenbach, der den Ball ins Aus gehen lässt. Da war keiner mehr dran, deswegen Einwurf für den UFC. Ja, jetzt allerdings noch tief in der eigenen Hälfte stattfindet, ganz auf der rechten Seite, direkt vor der Gegengerade dort in der Mitte im Zentrum. Da halten sich ja auch die Homburger Fans auf, haben auch zwei, drei Fähnchen dort in den Wind gestellt. Jetzt versuchen sie es über die linke Seite, aber da denke ich, geht Breitenbach dazwischen, hat die Situation geklärt. Schiri sieht es auch so, es wird Abstoß geben vom Offenbacher Tor. Ganz stark gemacht, da war schnell hinterher, stellt das Beinchen rein und dann der Ball natürlich noch am Gegnerfuß von dort ins Aus. Deswegen gibt es hier ganz klar den Abstoß schon ausgeführt. Kurze Variante. Zielinski trägt jetzt das Leder nach vorne, blickt ein bisschen und nimmt Rossmann mit. Linke Verbindung. Immer noch Rossmann, schaut nochmal, wo kann er hinspielen. Immer noch Rossmann, sieht jetzt im Raum, deren Bosic, der sich anbietet, zurück zu Rossmann. Dann der lange Ball, gut freigelaufen von Hosina mit der Hacke verlängert. Wanner über die linke Seite nochmal. Hosina mit der Flanke auf den kurzen Pfosten, Feigenspahn. Aber die Boxbesetzung nicht gut genug. Kann erstmal geklärt werden. Zweiter Ball landet bei Rossmann, aber das war ein gut vorgetragener Angriff über die linke Seite. Auf jeden Fall, das macht aber Hitoff mehr. Und jetzt schauen wir mal, der UFC ist schon wieder im Ballbesitz, kommt über die rechte Seite. Jetzt vielleicht die Flanke, erst einmal geblockt. Dennoch Mike Vetter, die Kampfsau, da schaltet er sich vorne mit ein. Jetzt vielleicht mit dem zweiten Ball, genau, das sieht gut aus. Jetzt durchs Zentrum muss es gehen. Halb links, Hosina mit der Hacke, jetzt in vorne reingespielt. Und es gibt Ecke für den UFC. Eckball Nummer 1. Erste gute Chance hier für den UFC. Zweimal Hacke Hosina innerhalb von einer Minute jetzt. Und beide Male hat es sogar geklappt. Das sieht man nicht immer mit der Hacke da weitergeleitet zu Meierose, der den Abschluss versucht. Aber gerade noch so geblockt in der sechsten Spielminute. Also die erste Ecke für den UFC. Und Wanner wird ausführen. Mit links, also vom Tor weg. Wanner hält jetzt den rechten Arm, jetzt kommt die Ecke rein, segelt und segelt auf den zweiten Pfosten. Kopfball geklärt am Pfosten. Hosina kam da zum Kopfball. Und die konnte aber geklärt werden, diese Chance. Das war eine knappe Sache. Du siehst es hier noch. Auf jeden Fall. Das wäre die Möglichkeit gewesen für das 1:0 der Offenbacher Kickers. Schauen wir mal. Jetzt der UFC erneut den Ballbesitz. Jelinski erstmal abgelegt auf Breitenbach. Kommt der Postwenden zurück zum Capitano. Jetzt der öffnende Pass vorne rein. Bosic wird dort gesucht. Ah, ein klitzekleiner Rempler war da vielleicht schon, aber nichts, dass man pfeifen müsste. Die Homburger versuchen es jetzt über die linke Seite. Und da ist der Ball im Aus. Einwurf UFC.
Ja, finde ich eine sehr gute Körpersprache vom OFC. Da ist Spannung drin. Jost Mayrose eben mit einem super Ballgewinn, der dann auch zur Torchance geführt hat. Fast konnte er sich dann selbst belohnen, aber im Endeffekt dann nur Ecke gewesen. Aber den haben wir schon mal, den ersten Eckball ausgeführt. Ja, und es geht weiter auf der rechten Seite des OFC. Arbeiten sich da langsam aber sicher nach vorne durch Einwürfe. Und Vincent Moreno, der Mann, der sie ausführt, erstmal zurückgeworfen jetzt zu Jason Breitenbach. Neuaufbau über die Dreierkette. Jeniecki jetzt zu Rossmann. Und Rossmann schaut mal in der Mitte. Ja, Vetter ist umringt von zwei Gegenspielern. Kann er erstmal nicht anspielen. Breitenbach jetzt über die rechte Seite. Geht ein paar Schritte nach vorne und findet dann Feigenspahn im Raum. Der hat ein bisschen Platz. Wird nicht angegriffen. Immer noch Feigenspahn mit der Flanke auf den langen Pfosten. Dejan Bosic hätte da angesetzt. Ah, Nachschuss, Vetter. Schade. Also 2:1 steht es nach Chancen. Natürlich für unseren OFC, auch wenn der jetzt nicht wirklich brandgefährlich war. Aber wir sehen ihn doch immer wieder gerne, Mike Vetter. Meistens hinten, ja, am Grätschen, am Beißen, am Kämpfen. Aber, ja, der nimmt sich mal ein Herz und zieht einfach mal ab. Das muss man, wenn ich schieße, kann keine Tore schießen. Und Bosic hätte diese Flanke gerne als Seitfallzieher genommen. Das sah gut aus. Den hätte er auch ganz gerne erwischt. Aber leider noch ein Homburg-Kopf im Weg gewesen. Und das macht Breitenbach smart. Tut so, als ob er den Ball annehmen würde. Lässt ihn dann doch durchgehen. Und so ditcht er weg und ins Seitenhaus. Einwurf OFC. So, und ich habe gesehen, gibt es viele, die uns zuschauen. Unter anderem auch im Maddins Pub in Oberzhausen, ganz klar. Thomas Adler lässt grüßen. Und wir grüßen die ganze Horde, die dort versammelt ist. Natürlich auch von mir. Maddins Pub immer wieder dabei im Stream. Das lässt man sich nicht entgehen. Achtung, Homburg jetzt. Gutes Spiel nach vorne. Aber zum Glück war da noch der Fuß von Breitenbach mit drinnen. Ecke jetzt für Homburg. Ja, da haben sie gut weitergeleitet. Das war eine knappe Geschichte. Dann wäre er sonst durch gewesen. Aber zum Glück ist er da hellwach. Unser Mann mit der Nummer 27. Vertrag verlängert. Der identifiziert sich absolut mit dem OFC. Jason Breitenbach und in absoluter Topform. Jetzt erstmal der Eckball und Achtung in der Defensive. Eckball kommt von der linken Seite. Jetzt reingesegelt auf den kurzen Pfosten, verlängert. Immer noch die Homburger. Ja, immer noch Homburg an der Grundlinie. Aber dann ist es Breitenbach, der hinten rausklärt. Vorher allerdings die Fahne schon oben, abseits gepfiffen. Die Homburger standen dort, glaube ich, zu zweit sogar an der Grundlinie und somit im Abseits. Freistoß. Folgerichtig für den OFC. Ja, aber bei Standards sind sie gefährlich. Da sind sie natürlich auch hochgewachsen mit Eisele 1,83, Stegerer auch 1,83, Heilig mit 1,86 vorne drin. Kopfball stark unterwegs, aber gut geklärt vom OFC. Rossmann schiebt den Ball zurück zu David Richter. Und der OFC kann neu aufbauen. Homburg lässt unsere Kickers erstmal kommen. Breitenbach über Jeniecki, rüber zu Rossmann. Ja, immer noch Rossmann, zurück zu Jeniecki. Geduld jetzt hier im Aufbauspiel unseres OFC. Und die Laia aus unserem Kickers TV-Team lässt grüßen. Grüße natürlich auch zurück. Schön, dass du gegen Kassel mal wieder dabei bist, habe ich gehört. Ja, also, jetzt der OFC wieder im Ballbesitz. Rossmann, jetzt schaut er erst einmal, dann kommt der Pass allerdings ins Niemandsland. Da geht er erstmal ins Aus, vorne links, beziehungsweise aus Homburger Sicht hinten rechts wird eingeworfen. Und das Ganze in der 10. Spielminute. Trotzdem gab es aufmunternden Applaus von Ersan Palatan. Ja, und Mike Vetter schmeißt sich da jetzt 2-3 Mal rein in den Zweikampf. Aber Homburg kann erstmal im Ballbesitz bleiben, gibt den Einwurf für Grün. Das Ganze auch für der Mittellinie. Ja, gut zugestellt jetzt die Homburger Spieler von unseren Kickers im, ja, in der Zentrale. Jetzt rechts rausgegeben. Achtung auf den Mann mit der Nummer 7. Der ist schnell, aber auch Dominik Wanner stellt den Körper rein. Macht er sehr, sehr clever und gut. Da kommt er nicht dran. Im Endeffekt ist es Rossmann, der hinten aufräumt und den Ball ins Seitenaus buxiert. Ist nur ein Einwurf für die Homburger. Lars natürlich schon wieder gut mit dem Stift dabei, die Ecken aufzuschreiben. Ein Assistent heute mal. In der ich bin der Assistent. Ja, Einwurf. Homburg jetzt von der rechten Seite, kommt weit rein. Oh, oh, geht auch durch, aber dann ist Jeliniecki da. Den Ball raus. Stößt immer noch Homburg, bleibt vorne dran. Zweiter Ball jetzt auf der halblinken Seite. Nochmal reingespielt, verlängert. Eisele, Rossmann weiß nicht ganz, wo der Ball ist. Und jetzt spielt er aber links raus, erstmal aus der Gefahrenzone. Jetzt muss unser OFC zusehen, dass er da hinten rauskommt. Ja, Mayrose kommt nicht dran in den Ball und Ristel verteilt erstmal
auf die linke Seite. Homburg jetzt mit einem kleinen Powerplay. Bleibt da vorne dran. Ja, aber ganz so weit vorne ist es dann doch nicht so. Nicht, dass wir Angst haben müssten. Gegenteil, jetzt kommen sie von der Mittellinie dann mit dem Pass über 35 Meter ganz rechts raus. Jetzt aus dem rechten Halbfeld versuchen sie. Es hat vorne reingesteckt, aber das wird nichts. Da der OFC alles im Griff. Macht er stark. Sebastian Zieliński stellt seinen Körper rein oder beziehungsweise stellt die polnische Wand, the Polish Wall, einfach in den Weg. Da kommt keiner vorbei. Somit Abstoß für den OFC, kurz ausgeführt auf Jason Breitenbach. Ja. Doppeltorschütze von letzter Woche, vom letzten Spiel gegen Balingen. Also der ist on fire im Moment. Auf jeden Fall. Das ist eine Kante, Gelhäuser Bub. Also der macht richtig Spaß. Definitiv, während der OFC den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt. Wieder Breitenbach am Ball. Hier haben wir ihn in groß. Rückgespielt zu Sebastian Zieliński. Ja, schaut mal, kann einen Diagonalball versuchen. Erstmal spielt er Mike Vetter an, der zurück zu Breitenbach. Aber das Kurzpassspiel geht schief und die Homburger im Ballbesitz legen jetzt durch auf Mendler. Und der schiebt ein zum 1:0 für Homburg. Ja, das war ein Fehler im Spielaufbau, der eiskalt und sofort bestraft wird vom Mann mit der Nummer 17. Fanol Perdedai. Ja, haben sie ein bisschen schlurig nach vorne gespielt und so schnell kann es gehen. Das macht er dann eiskalt, dann noch Richter vorbei. Ja, da haben wir das Zentrum nicht richtig zubekommen hier. Und die Homburger eiskalt zugeschlagen. In der Rückwärtsbewegung, da klemmt es dann im Zentrum. Schade, schade. In der 13. Minute geht also Homburg mit 1:0 in Führung. Erste wirkliche Chance für die Homburger, die nutzen sie direkt. Also, jetzt gilt's, schnell zu antworten und sich nicht aufzugeben. Aber es ist ja noch viel zu spielen. 14. Minute haben wir gerade erst. Just Meyer-Rose zurück zu Zieliński, der rüber zu Maximilian Rossmann. Und ja, manchmal reicht eben so ein kleiner Fehlpass. Ja, und ich meine, im Grunde war es ja auch die erste größere Chance, die der FC Homburg gehabt hat. Auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich schon zweimal die Möglichkeit gehabt, hier für den OFC etwas, ja, zu machen. Jetzt kommen die Kickers auch über die linke Seite. Das sieht gut aus. Erst einmal durchgesteckt, aber dann ist er dann doch in die Reihe der Grünen übergegangen. Die versuchen es jetzt zu befreien. Der Ball geht ins Aus. Einwurf jetzt geben für den OFC. Ja, der direkt wieder vorne angreifen will mit gutem Passspiel auf der linken Seite eben, aber der letzte zu Hosina, der kam dann eben nicht durch. Einwurf UFC, zurückgelegt zu Maximilian Rossmann, der zu Zieliński, der mit dem nächsten Diagonalball diesmal auf die rechte Seite zu Vincent Moreno, der kommt auch sehr gut an. Musste aber nochmal abdrehen, denn er hatte eben den Atem des Gegners im Nacken. Ball jetzt schon wieder bei David Richter, der zusammen mit seinem Kapitän, mit Sebastian Zieliński, neu aufbauen kann. Langer Ball auf die rechte Seite. Moreno, eigentlich eine gute Bewegung, aber bleibt am zweiten hängen. Und der OFC kommt über die Zentrale. Später Pfiff jetzt hier vom Schiedsrichter, weil Mike Vetter da einen Tick zu spät kam gegen seinen Gegenspieler. Wird dann den Freistoß geben, da hat er lange überlegt. Der Torschütze liegt da auf dem Boden, hat einen Schlag abbekommen. Aber für ihn kann es weitergehen. Ja, haben wir schon oft erlebt diese Saison, so einen Rückstand. Und oft haben wir es auch geschafft, wieder zurückzukommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe da vollstes Vertrauen zur Mannschaft. Klar haben sie da hinten ja ein bisschen die Lücke aufgelassen. Aber im Grunde ja, haben wir doch hier gesehen, dass der OFC auch nach vorne Akzente setzen kann. Vielleicht jetzt über die linke Seite. Aber den kann er niemand nimmer bekommen. Mike Feigenspahn. Und so bleibt es erst einmal beim 1:0 für den FC Homburg. Ja, war zu steil gespielt, gibt den Einwurf jetzt für die Homburger, da muss er stehen bleiben. Ausgeführt jetzt zum Kapitän und dann nach vorne gespitzelt. Ja, aber zum Glück kommen sie da nicht dran, denn da ist Sebastian Zieliński dazwischen. Und Homburg holt sich auch den nächsten Ball. Ja, viel Gerangel jetzt im Zentrum. Und auch da geht nochmal einer dazwischen und es gibt jetzt den Freistoß für Homburg nach der Aktion von Dejan Bosic war es dann. Hier haben wir es in der Wiederholung präsentiert von unserem starken Partner von Pedi Protect.
ja, rennt ihm da so ein bisschen um, eigentlich nur an den Ball und dann ist es halt, glaube ich, der Oberschenkel, der ihn im Gesicht trifft. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle, weil du es gerade erwähnt hast, Paddy Protect, das ist ja die Marke mit dem Pinguin. Und ganz herzliche Grüße auch an Dr. Olaf Stiller, ja, alter Kriegskollege sozusagen von mir. Und wir bedanken uns auch nochmal, weil eine dieser Kameras, die hier die Bilder einfängt, vielleicht sogar diese, kommt ja aus dem Hause Paddy Protect. So ist das vor der Saison. Das war wirklich Wahnsinn. Richtig, richtig toll, diese Spende einer brandneuen Kamera. Das war schon wirklich überragend. Vielen, vielen Dank auch nochmal vom ganzen Team dafür. Dominik Wanner mit dem Kopf ins Seiten aus, gibt den Einwurf wieder mal für die Homburger, wieder auf Höhe der Mittellinie. Ja, und die sind jetzt auch drin im Spiel. Führen hier mit 1:0. Der OFC muss jetzt irgendwie diese Antwort finden. Homburg aber erstmal jetzt am Ball über die linke Seite mit dem Steckpass in die Spitze. Nochmal rausgelegt, gut gespielt. Flanke, aber angelegter Arm von Vincent Moreno. Der Ball geht dann ins Tor aus und es gibt die nächste Ecke für Homburg. Eckball Nummer 2 von der linken Seite. Hab 8 Stellungen, jetzt natürlich hier bei uns im Strafraum. Ja, und der OFC muss sich jetzt einfach wieder sofort aufbäumen. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja wieder ein bisschen besser ins Spiel finden. Aber insbesondere diese Schnittstelle da ins Zentrum rein, da muss man ein bisschen besser noch verteidigen. Jetzt erst einmal Richter mit der Faust dazwischen und so wird es erneut Eckball geben. Dann steht es jetzt 3:1 nach Ecken für den FCH. Ja, das war sowohl Kopf als auch Faust. Da haben wir da zusammengeklärt und nehmen hier den nächsten Eckball allerdings in Kauf. Arnold Perdedei, der Torschütze, führt ihn aus von der linken Seite mit rechts auf den kurzen Pfosten, aber da ist nur der Kopf von Jason Breitenbach raus aus der Gefahrenzone und dann Wanner zu Hosiner auf der rechten Seite, holt das Beste aus der Situation raus und zwar ist das ein Einwurf für den UFC, wurde da direkt gestellt von seinem Gegenspieler, aber Kickers Offenbach bleibt erstmal im Ballbesitz. Ich will noch eine ganz kleine Korrektur anbringen. Das ist vollkommen richtig, was Thorsten Allot hier sagte. Natürlich ist Jason Breitenbacher ja ein Linsengerichterbub. Das zähle ich alles mit zu Gelnhausen. Oh, Max, mir es verzeihen. Aber er ist zumindest gebürtiger Gelnhäuser, deswegen habe ich das so gesagt. Aber klar, Thorsten Allot, der kommt nämlich hier direkt aus der Nachbarschaft. Der weiß das ganz genau. So ist das. Und die Kicker ist kommen über Breitenbach mit dem Diagonalball auf die linke Seite auf Wanner. Erstmal geklärt. Rossmann kann neu aufziehen. Zusammen mit Mayrose, der sich anbietet. Zurück zu Rossmann. Und Rossmann dann zurück zu Zieliński. Der OFC lässt also den Ball in den eigenen Reihen kreisen. Wieder Zieliński und der zurück zum Torwart. Und das nutze ich, um auch mal Geburtstagsgrüße loszuwerden. Und zwar an Flo Schneider. Viele, viele Grüße und alles Gute zum Geburtstag von allen Bärschbuben. Mein Lieber, ich hoffe, du lässt es dir heute richtig gut gehen und ich hoffe, der OFC beschenkt dich hier noch mit einem Dreier und dreht das Spiel noch. Der Ball landet im Seitenaus. Es gibt den Einwurf für den OFC. Das Ganze auf Höhe des 16ers. Ja, Mike Feigenspan, der wird jetzt hier auf der Verlängerung der 16er-Linie zum Einwurf schreiten. Nee, Wanner ist es, der sich die Kugel gegriffen hat. Feigenspan, der soll sich dann doch mehr dort vorne ins Zentrum begeben. Ist ja ein Stürmer. Oh, Mike Vetter, hast du gesehen? Der hat ein kleines Gerangel. Der sucht auch dort vorne seinen Platz, ganz klar. So wie wir ihn kennen. Jetzt kommt das Bällchen vorne rein. Bosic mit dem Kopf erst einmal verlängert. Direkt auf den Elfmeterpunkt. Allerdings die Homburger rausgedroschen, die Geschichte. Und jetzt muss Breitenbach ganz zurückspielen in die Fänge von Richter. Oh, da ist ein Offenbacher gefallen. Und die Homburger, sie kommen erneut über links. Gefährlich vorne rein. Aber dann sollte die Situation bereinigt sein. Das ist jetzt der Fall. Jetzt Bosic, der die Kugel vorantreibt, aber nochmal abdreht und Rossmann mitnimmt. Ja, da ist Mayrose gerade ausgerutscht auf dem nassen Rasen nach dem Pass von David Richter in die Zentrale. FC kommt aber jetzt über die linke Seite. Wanner geschickt von Bosic, aber leider noch ein Homburger Füßchen dazwischen. Landet dann im Endeffekt beim Torhüter, bei Wozniak, der jetzt die Kugel aufnehmen wird. Ja, schade. Haben sie ein gutes Dreieck gebildet, eben auf der linken Seite und Wanner geschickt. Aber die erste Mitnahme war nicht perfekt. Deswegen ist er dann nicht vorbeigekommen an seinem Gegenspieler. Dominik Wanner, ja ein technisch sehr, sehr feiner Spieler. Enormer Geschwindigkeit. Hoffentlich kann er das heute noch ein paar Mal auf den Platz bringen. Bosic jetzt. Gute Verlagerung auf die rechte Seite. Hat er den noch? Vincent Moreno, den kriegt er vor der Auslinie. Und schickt dann Feigenspan auf der rechten Seite auf die Reise. Immer noch Mike Feigenspan mit der Flanke abgefälscht. Im 16er kommt Bosic zu Fall. Und was wird entschieden?
Ecke. Er gibt Ecke. Ecke, aber Bosic, der reklamiert, er hätte gerne einen Elfmeter gehabt. Hätten wir natürlich auch gerne gehabt. Also Ecke für den OFC, da steht es jetzt 3:2 für die Gastgeber. Aber jetzt die Möglichkeit für den OFC. Ja, und Bosic war sich da eigentlich sicher, dass er geschubst wurde, glaube ich. Hätte gerne den Elfmeter gesehen. Wir natürlich auch. Aber jetzt nehmen wir die Ecke so an. 3:2 im Eckenverhältnis. Just Mayrose mit rechts, von rechts. Mit der Reingabe auf den kurzen Pfosten, geht weiter, auf den langen Pfosten, geht durch, aber kein Kickerspieler kommt dran. Nochmal die Flanke von Hosina, bleibt aber hängen. Und Breitenbach muss den Ball jetzt ganz hinten aufnehmen und nimmt dann David Richter nochmal mit. Neuaufbau OFC, schade, hätte ganz gerne mal durchrutschen können. Ja, auf jeden Fall. Also die Kickers jetzt wieder im Ballbesitz. Hinten raus, jetzt schon auf Höhe der Mittellinie, nochmal kurz zurückgespielt. Breitenbach. Zelenjetski und Rossmann. Jetzt geht's wieder Richtung Homburger Hälfte auf der linken Bahn. Ah, Feigenspahn, der da gut dem Ball einen Schritt entgegengegangen ist. Allerdings muss er jetzt erst einmal rückwärts marschieren. Spielt nochmal zurück auf Zelenjetski, so kann vielleicht neu aufgebaut werden. Allerdings, so richtig bietet sich keiner an, Mike Vetter vielleicht. Und der ganz zurückgespielt auf Richter. Ja, die Homburger verteidigen bissig, sind da auf Zack. Wenig Anspielmöglichkeiten für den OFC in dieser Phase. Ja, und jetzt kriegt Bosic den Ball abgenommen von eben den Homburgern. Und dann ist ein Offensivfoul gepfiffen gegen Just Mayrose. Also Freistoß für Homburg. Ja, keine leichte Partie für den OFC. Wenn, dann geht es bisher so ein bisschen über die Außen durch Kurzpassspiel und dann in der Flanke. Aber die leider noch nicht mit Erfolg gekrönt. Jetzt erstmal der Freistoß von den Homburgern zurückgelegt zum Torhüter. Und hinten in der eigenen Reihe. Gutes Anlaufverhalten jetzt vom OFC. Hosina geht da jetzt auf den Torwart drauf. Der verteilt auf die rechte Seite. Geht durch bis auf Wanner. Der nimmt die Kugel auf und zündet den Turbo auf der rechten Seite. Spielt ab zu Feigenspahn. Der legt ab auf Mike Vetter. Vorteil OFC. Immer noch. Und jetzt wird Mike Vetter auch nochmal umgeräumt. Also das Mike Vetter ist natürlich auch ein Schlitzohr, gell? Das wollte er auch haben. Natürlich war da ein Kontakt, ganz klar. Das muss Freistoß geben, aber er hat ihn auch im Grunde ein bisschen provoziert. Also es geht da links vorbei in diese Bewegung. Ja, ja. Und dann sieht er das Bein und den will er haben. Den kriegt er auch. Gut gemacht von Mike Vetter. Jetzt also die Freistoßmöglichkeit für unseren OFC. Wanner mit links oder Mayrose mit rechts. Nicht ganz so zentral für einen Direktversuch. Das wird, glaube ich, eher eine Freistoßflanke. Dominik Wanner, oh, aber mit dem Kopf geklärt von den Homburgern. Leider kommt er dann nicht gefährlich, geht aber ein bisschen Seiten aus, gibt den nächsten Einwurf für den OFC. Nächster Einwurf also von der rechten Seite. Vincent Moreno übernimmt. Ja, also schauen wir mal, die nächste Möglichkeit jetzt für den OFC. Insgesamt würde ich sagen, absolut ausgeglichenes Spiel. Die Homburger sicherlich etwas effizienter, haben ja ihr Tor gemacht, aber der OFC durchaus auch mit Möglichkeiten. Jetzt auch wieder im Ballbesitz. Rossmann, der erste Mal dort auf der rechten Seite ganz außen seinen Mitspieler sucht. Dann Pressschlag und es gibt Einwurf OFC von der rechten Bahn. 25 Minuten gleich gespielt. Ja, gleiche Situation wie eben. Wieder Einwurf OFC, wieder Vincent Moreno. Wen kann er diesmal finden? Wer kann mal aufs Tor schießen? Oh, aber der Doppelpass kommt nicht an. Vom Fuß von Feigenspahn geht der Ball dann über die Seitenlinie. Du hast es angesprochen. Nach 25 Minuten steht es hier also 1:0 für Homburg durch ja, einen Fehler im Spielaufbau unseres OFC. Den haben sie eiskalt ausgenutzt und schnörkellos in die Spitze gespielt. Farnol Perdedai war es dann, der David Richter überwinden konnte. Seitdem steht es 1:0, seit der 13. Minute. Ja, und Rossmann mal mit einem Schlag des Balles genau dahin, wo es weh tut. Also, da krümmt er sich vor Schmerzen. Wir haben es nochmal in der Wiederholung. Oh, das tut natürlich sehr weh. Rossmann, ja, genau in die Bauch- und untere Region. Also, das tut weh. Ja, das ist Mart Ressel, der Kapitän des FC Homburg. Und der wird jetzt erst einmal hier behandelt. 25,5 Minuten gespielt. Und wir warten auf den Ausgleich. Und ich bin sicher, wir kriegen das hin. Lars, wenn du das sagst, dann nehme ich das natürlich gerne so mit. Und ich glaube es auch.
dass wir hier noch die Wende schaffen. Aber im Moment ist es eher eine sehr ausgeglichene Partie. Homburg verteidigt auch ganz gut, muss man wirklich sagen. Lässt wenig zu. Ja. Und wir versuchen es weiter, während Mart Ristel da weiter behandelt wird. Also erstmal Ice Spray, natürlich erstmal das Mittel gegen alles. Aber schafft es kaum, sich da aufzurichten nach diesem wirklich... Ich glaube, es war eine dreistellige kmh-Zahl an Schuss, die der Rossmann da abgelassen hat. Hier sieht man es jetzt nochmal in der Wiederholung. Ja, gehen beide auf den Ball und dann ist es Rossmann, der ihn zuerst trifft und boah, naja, aber naja, es geht weiter für ihn, langsam geht er vom Platz und der UFC wird gleich einwerfen. Ja, wünsche mir dem Sportskameraden alles Gute und ich denke, er wird auch gleich wieder kommen. Er läuft zumindest schon wieder einigermaßen und ja, braucht noch ein paar Sekunden, dann kommt er bestimmt wieder hier ins Geschehen zurück. Jetzt erst einmal der UFC im Geschehen zurück mit Jelenetski. Das Spiel läuft wieder. Rossmann auf der halblinken Verbindung. Rausgelegt. Wanner, der hat schon einige gute Aktionen hier heute. Und erneut Jelenetski. Jetzt der Crosspass ganz rüber auf die rechte Seite. Auf die Strafraumgrenze. Fast reingespielt. Und dann geht der Ball erst einmal ins Tor aus. So wird es Abstoß geben vom FC Homburg. Ja, auch Mart Ristel ist wieder mit in der Partie. Kann also weitergehen für ihn. 11 gegen 11, also wieder 1-0 führen die Gastgeber hier aus Homburg nach dem Tor von Fanol Perdedai. UFC ist dran am Ausgleich und ja, habe gerade zur Anzeigetafel geguckt und hinten dran im Wald stehen Spaziergänger und schauen sich das Ganze mit Schirm von oben an. Freier Eintritt quasi. Ja, in der Südkurve, oben im Wald am Hagen. Aber jetzt erst einmal aufgepasst. Richter muss die Kugel wegmachen. Das macht er auch jetzt hier. Über 50 Meter direkt auf den Anschlusspunkt geschlagen. Ah, jetzt hier Mike Vetter resolut dazwischen. Bosic mit der Brust. Oh, ja, 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 ja. Das war Foulspiel. Nee, der lässt Vorteil gelten. Das war gut. Denn der UFC ist im Ballbesitz. Jetzt hat er dann doch unterbunden. Und so wird es den Freistoß geben für unsere Offenbacher Kickers. Ja, da kam er zu spät gegen Mayrose, haben wir es nochmal. Ah, und das kann mal ganz schlimm enden. Mart Ristel war das, der gerade noch draußen behandelt worden. Gibt aber keine Karte, oder? Hat er keine gegeben, da kann man durchaus mal über Gelb nachdenken. Muss man über Gelb nachdenken, ja. Ich denke, es war ein Mordversuch, oder? Knie hoch. Knie hoch weggemacht hat er ihn da. Zum Glück geht es weiter für Mayrose, ist da unverletzt davongekommen. Und der UFC... mit dem Spielaufbau über Jelenetski. Vetter wird jetzt angegangen. In der Zentrale muss zurücklegen auf David Richter. Und dann der weite Ball auf die linke Seite in Richtung Wanner. Kommt aber nicht an. Und Rossmann geht nochmal dazwischen. Geht hin und her jetzt hier. Und im Endeffekt landet der Ball dann bei David Richter, der von neu aufbauen muss. Und die Homburger, die erst abwartend gespielt haben, finde ich, die ersten 15 Minuten, sind jetzt aber früher dran, gehen vorne drauf. Ja klar, spielen natürlich auch in die Karten, dass sie da den Treffer erzielt haben, ne? Können sich dann auch so richtig hier aufs Verteidigen konzentrieren und überhaupt muss man ja auch sagen, ja, das sind zwei rustikale Truppen, die hier aufeinander treffen und wir haben ja einige Kinder hier, die nicht von Traurigkeit gesegnet sind, die werden sich hier sicherlich hier heute auch noch ja, entsprechend in Szene setzen müssen, denn die Homburger versuchen es natürlich jetzt auch hier wieder anzulaufen über die linke Seite, da kommt die Flanke vorne rein, allerdings in die Fänge von Richter, der damit keine Mühe hat. Und so bleibt der UFC jetzt im Ballbesitz. Ja, sichere Beute für David Richter. Abgeworfen jetzt zu Rossmann. Ja, muss sie aber nochmal abdrehen und nimmt Jelenetski mit. Der findet jetzt im Halbraum Jost Mayrose, der den Ball behauptet, aber dann am dritten verliert. Und Konterchance für Homburg. Achtung, Perdedai lässt durch, aber zum Glück ist Rossmann wachsam. Stellt den Fuß dazwischen. Und Mike Vetter wird dann geschoben von eben dem Perdedai. Gibt den Freistoß für den UFC Breitenbach. So, Hosina nach vorne, der legt nochmal ab zu Breitenbach. Und er hat das Auge auf der rechten Seite für Mike Feigenspahn, der sich da jetzt mal ein bisschen weggestohlen hat und versucht dann durchzuschieben für Hosina. Ball kommt aber nicht an, landet im Seitenaus. Einwurf UFC. Vincent Moreno wieder. Ja, über die rechte Seite, direkt vom Homburger Fanblock. Einwurf OFC. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Ronny Marcos, der heute nicht dabei sein kann. Marius, du hast vielleicht weitere Informationen dazu? Ja, hab's schon vorm Spiel ein paar Mal erwähnt. Leider muss er heute ausfallen, weil er sich im Abschlusstraining eine muskuläre Verletzung zugezogen hat. Kann noch nicht genau sagen, wie lange es ausfallen wird, aber ist, glaube ich, keine größere Geschichte. Hoffen wir also, dass er bald wieder zurück sein kann auf dem Platz. Unser Ronny
der wahrscheinlich auch von zu Hause zugucken wird. Schade, so im Abschlusstraining verletzen, das ist natürlich das Dümmste, was passieren kann. Ja, das ist natürlich bitter. Der wäre natürlich sicherlich gerne dabei gewesen. Aber so müssen unsere Jungs eben ohne ihn richten. Und das werden sie. Jetzt erst einmal aufpassen, die Homburger im Vorwärtsgang. Allerdings, was hat er denn jetzt gepfiffen? Ja, Foulspiel. Ich weiß nicht genau, wer es von uns war, aber Eisele hat er da abgeräumt. Ist aber auch schon wieder auf den Beinen. Und es gibt jetzt diesen Freistoß für Homburg. Markus Mendler mit links oder Perdedai mit rechts. 16er ist Schluss bei uns. Jetzt kommt die Flanke rein. Mitgelaufen, Kopfball. Oh, ganz knapp am Tor vorbei. Gut. Das war jetzt wirklich gefährlich. Das war die Möglichkeit für den FC Homburg zum 2:0. Also zweite richtig gute Chance für den FCH. Allerdings knapp rechts am Tor vorbei. So bleibt es am 1:0. Abstoß OFC. Ja, durch einen Standard sind sie da gefährlich geworden in der 32. Minute. Ja, Glück gehabt. Abstoß OFC, links rausgelegt zu Dominik Wanner. Der nochmal zurück zu Maximilian Rossmann mit dem weiten Ball durch die Mitte. Doppt nochmal auf. Komische Höhe dieses Balles, aber Mayrose ist im Endeffekt mit dem Kopf da. Und auch Hosiner, der versucht da direkt Feigenspahn auf der rechten Seite auf die Reise zu schicken. Der Ball kommt aber nicht an, setzt nochmal nach mit einer Grätsche. Homburg bleibt aber weiter in dem Ballbesitz. Jetzt der Ball ins Nichts und Breitenbach ist da, aber auch sein Klärungsversuch landet direkt bei Homburg auf der linken Seite. Die bleiben da auch im Ballbesitz. Immer noch Homburg, legen jetzt den Ball zurück. Und der weite Ball in die Spitze, aber sichere Beute für David Richter. Von uns war in den letzten Minuten nicht mehr viel zu sehen in der Offensive. Das müssen sie jetzt schleunigst das Ruder rumkriegen. Ein bisschen Zeit haben sie natürlich noch. Auch in dieser Halbzeit sind es noch knapp oder 12 Minuten ab jetzt. Wahrscheinlich mit Nachspielzeit und der Verletzungspause. Ein, zwei Minuten obendrauf nochmal. Also eine knappe Viertelstunde haben wir noch in Halbzeit 1. Um hier etwas zu kreieren. Hosiner wird gesucht im Zentrum, aber nicht gefunden. Abpraller landet bei Zielinski und dann bei Rossmann. Kopfball über Kopfball durch die Zentrale. Wieder ist es Rossmann, die spielen da Fußballtennis. Und wieder geht der Ball ganz nach oben, also nutzen hier die ganze Höhe des Platzes. Ja, nach dem Motto, der Platz ist klein, aber hoch. Ne? Also wirklich sehr kampfbetontes Spiel auf der einen Seite und jetzt eben diese Kopfballstaffetten. Und dann wird er einfach mal da nach vorne gebolzt. Also es wird Einwurf geben jetzt für den OFC, das Ganze in der 34. Minute. Und jetzt wollen wir nochmal schauen. Also Marius, vielleicht müssen wir uns auch an die eigene Nase packen und sagen, ja, wir sind ja schließlich dafür verantwortlich. Wir müssen die Dinger reinbabbeln. Also vielleicht müssen wir nochmal einen Zahn zulegen, oder? Wir beide. Du sagst es, mein Lieber. Das versuchen wir jetzt also. Homburg aber erstmal über die linken Seite. Jetzt muss ich ihn erstmal rausbabbeln. Und das mache ich hier, weil Zielinski ganz gekonnt den Ball abläuft. Keine Aufregung, alles gut. Und jetzt hat er in Gerd Müller-Manier hat er so ein bisschen das Hinterteil rausgenommen, ne? Und hat ihn damit wunderbar abgelaufen. Und so geht es jetzt mit dem OFC weiter. Wanner! Also erst einmal verladen, im vollen Lauf stehen geblieben, mit dem Ball natürlich. Und der OFC, der hat jetzt die Möglichkeit, ja, das Spiel vielleicht ein bisschen schnell zu machen. Aber erst einmal soll natürlich geguckt werden, dass der Ball auch mit Sicherheit an den Mann kommt. Feigenspahn hat sich hier weit zurückfallen lassen. Dann schöner Pass vorne auf die rechte Bahn. Und dann erst einmal die Homburger dazwischen. Aber der OFC versucht gleich wieder mit dem Pressing, da die Räume dicht zu machen. Mike Vetterer geht dort rein, mitten ins Getümmel und der OFC zurück an der Kugel. Also Marius, jetzt bist du dran. Komm, Pablo. Ja, nächster Ballgewinn vom OFC. Rossmann, gute Bewegung da in der Mitte, immer noch. Maximilian Rossmann geht vorbei am nächsten Spieler, schüttelt einfach Matristel ab. Immer noch Maximilian Rossmann auf der linken Seite als Flügelspieler. Immer noch Rossmann, der sich ein Herz fasst und dann fast belohnt wird. Holt die Ecke raus für unseren OFC. Riesenaktion von Maximilian Rossmann. Wirklich geile Aktion. Rossi gefällt mir richtig, richtig gut und es gibt Ecke, präsentiert von Paddy Protect. Da bügelt er und wiegelt er alle aus. Max Rossmann. Und vielleicht belohnt er sich jetzt. 3:3 die Eckenstatistik. Vielleicht belohnt er sich jetzt mit diesem Lauf oder mit dieser Ecke für diesen Lauf, besser gesagt. Dominik Wanner von der linken Seite hebt jetzt den rechten Arm. Immer noch Dominik Wanner. 3 Schritte Anlauf. Jetzt kommt die Ecke rein mit links auf den langen Pfosten gezogen. Aber segelt und segelt. Und leider findet sie keinen Abnehmer. Homburg läuft den Ball ab, gibt den Einwurf für Grün. Ja, das haben sie ordentlich hinbekommen. Und so wird es Einwurf geben für die Saarländer. Und
Ja, sind ja auch mit großen Ambitionen gestartet, haben auch eine super Truppe, also sie lauern. Vorhin wurde hier auf dem Platz lauthals auch ja, diskutiert, dass man ja im Grunde 5 Punkte nur hinter dem Spitzenreiter ist, wenn man heute gewinnt. Und im Moment ist man in Anführungszeichen auf der Siegerstraße, aber Breitenbach mit einem tollen Solo links rausgelegt. Jetzt muss vielleicht die Flanke kommen, Bosic, erst einmal vorbei, dann zieht er nach innen rein, jetzt ins Zentrum abgelegt und jetzt muss er schießen. Was macht er? Und dann ist er nicht im Tor, Donnerschlag, das kann doch nicht sein. Also die Homburger in letzter Sekunde nochmal dazwischen und Mike Vetter mit der Kampfgrätsche. Geile Aktion und Einwurf gibt's für den FCH. Aber ich hatte ja gesagt, wir müssen da ein bisschen mehr Gas geben und die Kickers, die machen gleich richtig mit. Die machen mit, was eine Riesenchance, Moreno. Und da werfen sich noch zwei dazwischen hier in der 37. Minute. Riesenchance für den OFC, super durchgelassen auch von Hosiner. Und hätte vielleicht auch direkt schießen können, der Moreno, aber... Stattdessen geht der Ball dann am langen Pfosten irgendwie vorbei und auch Feigenspahn kommt nicht mehr dran. Aber die Kickers, die kommen wieder über die linke Seite. Dominik Wanner in die Mitte gelegt zu Hosiner. Hosiner gut ausgetrickst, jetzt mit links reingegeben, aber erstmal rausverteidigt. Und hoch nach vorne verteidigt. Ja, Jos Meyerhose den Ball nicht richtig eingeschätzt, aber setzt nach. Holt sich hier den Ball zurück und Breitenbach verlagert auf die rechte Seite. Foul gegen Vincent Moreno. Da stellt er gut den Körper rein, hat sich da glaube ich ein bisschen wehgetan auch. Krümmt sich da auf den Boden. Ja, da ist er eben in die Wade gestiegen. Jetzt sehen wir es jetzt nochmal in der Wiederholung. Der Ball von Breitenbach auf die rechte Seite. Da geht er hin zum Ball und dann, ja, das ist, glaube ich, das Knie geht in die Wade. Auf jeden Fall. Also Freistoß für den OFC. 38 Minuten gleich gespielt. 1:0 für Homburg. Noch, denn jetzt hat der OFC die Chance, das Bällchen weit reinzubringen. Und dort vorne, da lauern sie alle, sind sie aufgerückt. Breitenbach ein klein bisschen versetzt, aber ansonsten dort vorne. Feigenspahn, Vetter, wie sie alle heißen. Selbst Jeniecki, der stiehlt sich dort vorne rein, der lauert förmlich. Und auch Rossmann, die Kante, hat sich dort vorne reingeschlichen. Bosic ganz links aus und jetzt kommt der Ball vorne rein. Aber dann sollte er noch verlängert werden. Vielleicht jetzt noch einmal, der zweite Ball des OFC. Fast die gleiche Situation. Aber die Homburger werfen sich erstmal beherzt dazwischen, kommen jetzt ihrerseits. Ja, aufpassen, der Konter läuft. Über die rechte Seite. Achtung, Breitenbach auch mit dabei. Schiebt da seinen Gegenspieler einfach weg. Ist natürlich kein Foul. Auch obwohl es hier reklamiert wird. Mart Ristel setzt nochmal nach und hinterher. Und Chance für Homburg. Eine Riesenchance, aber geht dann zum Glück über das Tor. Ein Glück. Ja, wir müssen erstmal die Gemüter hier beruhigen, weil zwischen Rossmann und Mart Ristel gab es da ein paar Nicklichkeiten. Und da wurde, glaube ich, sogar ins Gesicht geschlagen, wenn ich es richtig gesehen habe. Auch Kasper hat gesagt, es ist vielleicht eine Tätlichkeit. Wenn wir es nochmal haben in der Wiederholung, wäre das natürlich toll. Haben wir leider nicht. Ja, aber es war Ristel, der da, glaube ich, gegen Rossmann agierte. Rossmann auf dem Boden gelegen. Und weiter geht es jetzt. Mit dem Abstoß für den OFC. Glück, dass wir diese Chance da hinten überstanden haben. Auf jeden Fall, aber es geht ganz schön rauf und runter. Der OFC hat nochmal einen Zahn zugelegt, aber jetzt eben die Homburger auch wieder mit der Möglichkeit hier einzunetzen. Und jetzt die Kickers wieder im Ballbesitz. Rossmann, der dann ganz zurückspielt auf Richter. Also, noch sind 6 Minuten zu gehen hier in Halbzeit Nummer 1. Der OFC im Ballbesitz. Mit David Richter. Vor jetzt zu Jost Meyerhose, lässt den Ball an der Brust abtropfen. Zurück zu Breitenbach, der dann lang nach oben auf den Kopf von Dejan Bosic. Und Rosina verlängert auf Feigenspahn. Feigenspahn mit dem Lupfer. Schade, da ist der Torwart dran. Riesentat von Wozniak. Super Pass von Hosiner in die Spitze und Feigenspahn. Er läuft den sogar wirklich noch. Wir haben es noch wieder in der Wiederholung. Das hätte das 1:1 sein können. Und vielleicht sogar müssen, da geht er durch. Und chippt dann eigentlich richtig, aber Wozniak, Riesentat vom Torwart, muss man wirklich sagen, hier in der 40. Spielminute. Großchance für den OFC und wir klopfen ja, weiter an. Gut, den Ball gewonnen. Feigenspahn nochmal in die Mitte gelegt und dann nochmal der Pass. Bosic mit dem Schuss und wieder geblockt. Das gibt es doch gar nicht. Wir wollen den Ball da vorne gefühlt reintragen. Doppelchance also für den OFC. Und die drehen hier nochmal richtig auf. Einwurf jetzt auf der rechten Seite. Zurück, die Kickers aber richtig. Kommt wieder über die rechte Seite im Strafraum. Vetter geht bis zur Grundlinie. Jetzt muss die Flanke kommen. Vetter macht ihn. Und dann an die Latte. Das gibt's doch nicht. Da tänzelt der Ball an der Latte entlang. Oh, der OFC ist jetzt richtig auf Tour. Donnerschlag. Das muss doch rein, das Kügelchen. Und jetzt gibt's hier ein Scharmützel. Oh, da wird Wanner angegangen. Ein richtiger Rempler. Da muss er vom eigenen Mitspieler hier, ja, zurechtgewiesen werden.
werden. Und der Schiri, der muss jetzt hier auch einmal unterbrechen und erstmal für Ordnung sorgen. Aber eines ist klar, langweilig wird sie nicht. Das ist schon ein Mordskick hier. Ja, nach dem Laufduell, wann hat er seinen Gegenspieler abgeräumt oder weggedrückt, was natürlich eigentlich keine Tat ist. Und dann geht er ihn an. Muss jetzt hier doppelgelb geben, also nach dieser Aktion. Naja, eigentlich eine super Tat von Wanner, aber dann dieses Scharmützel da mit dem anderen. Ganz unnötig, aber es geht weiter. Ballbesitz OFC, die müssen jetzt hier dieses Momentum ausnutzen. Denn in den letzten Minuten sieht es gut aus. Und dann die Lattenchance von Vetter gerade. Das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn. In der 41. Spielminute tropft der Ball dann irgendwie an die Latte und geht ins Aus. Oder beziehungsweise wieder weg aus der Gefahrenzone. OFC jetzt über Rossmann, der den Ball zurücklegt zu Zielinski. Der wieder links raus zu Rossmann. Der findet im Zwischenraum Mike Feigenspahn, der die Kugel erstmal aufnehmen muss, dann zurücklegt zu Rossmann. Der mit dem direkten Ball zu Bosic. Traumpass zu Bosic, aber der kann den Ball nicht ganz mitnehmen. Also die Chancen häufen sich und häufen sich. Riesenpass von Rossi da in die Spitze zu Bosic. Der war schwer zu verarbeiten, ja, aber eigentlich kann er den auch mitnehmen. Mann, war das eine knappe Geschichte. Und wieder fehlte nur Millimeter. Die Fußspitze von Bosic, die war hoch, aber nicht hoch genug. Eieiei, das war die Möglichkeit für den OFC. Komm, da geht doch noch was, kurz vor der Halbzeit. 3 Minuten knapp noch zu gehen und die Kickers erneut den Ball besitzt. Das sieht gut aus. Jetzt wieder rechts rausgeschickt. Vielleicht ein bisschen zu weit, aber Feigenspahn, der holt die Kugel noch vor der Auslinie. Jetzt kommt die Flanke vorne rein, ins Zentrum reingelegt und der geht, da muss er sich lang machen. Und ja, übers Lattendach erst einmal geschlagen. Eckball für den OFC. Eckball also hier von der linken Seite nochmal. Super Phase von den Kickers jetzt hier. 4:3 Ecken. Da führen wir und der Ball wurde immer länger und länger von Feigenspahn, deswegen muss der Torwart dazu packen. Gibt also nochmal Ecke und Dominik Wanner nochmal die Chance, jetzt von der linken Seite eine gute Ecke reinzubringen. Mit viel Schnitt, vielleicht auf den Kopf von Rossi oder Bosic, die großen Chancen eben kreiert hatten. Dominik Wanner von der linken Seite, jetzt kommt die Ecke rein, aber Wozniak ist da, faustet das Leder dann erstmal raus. In der Absicherung ist aber Vincent Moreno, der legt nochmal zu Breitenbach mit dem nächsten langen Ball wieder auf die linke Seite. Der kommt an bei Dominik Wanner, jetzt im 1 gegen 1, Dominik Wanner immer noch. Legt zurück zu Jost Mayrose, denn da war erstmal keiner, der ihm den Ball da entgegennehmen konnte. Vincent Moreno in der Rolle des Innenverteidigers jetzt, spielt zurück zu David Richter in der Absicherung. Also Riesenchancen für den OFC mal wieder und wieder gehen sie erstmal noch nicht rein. Also Wahnsinn, es bleibt ein Geduldsspiel für uns beide erstmal. Ja, ich würde sagen, mittlerweile ein hochkarätiges Spiel, also auch für den neutralen Zuschauer gut anzusehen. Einerseits sehr kampfbetont, andererseits viele Chancen. Eigentlich würde ich sogar sagen, in der Überzahl für den OFC und unterm Strich absolut auf Augenhöhe der OFC hier. Auswärts noch in Rückstand, aber die Chancen häufen sich und vielleicht geht noch was. Die letzte Spielminute, sie läuft, zumindest in der offiziellen Spielzeit der ersten Halbzeit. So ist es, Lars, und vielleicht schafft es der OFC nochmal hier diese eine Chance zu kreieren, die dann wirklich auch mal reingeht. Bosic wird gestoßen, gibt den Freistoß für den OFC, jetzt schon kurz ausgeführt. Ja, spielt da den Gegner an, da gab es letzte Woche noch Gelb sogar. Aber diesmal gibt es hier nichts vom Schiedsrichter. Gibt also den Freistoß für den OFC nach dem Stupser gegen Bosic. Jost Mayrose, der das Ding jetzt gleich hier reinbringen wird. Also, Jost Mayrose von der rechten Seite. Mit dem Freistoß gleich nochmal rein in die Gefahrenzone. Und Lars, ich glaube, jetzt kann es soweit sein. Linke Hand geht hoch, Jost Mayrose mit dem Freistoß, segelt länger und länger, rausgeköpft, Abpraller, Nachschuss und Pfosten! Außen Pfosten und dann vorbei. Mein Gott, schon wieder knapp, Feigenspahn, ey, seine bisherige Bilanz, zweimal Pfosten, einmal Latte für den UFC, bald muss das Ding doch auch mal reingehen, super Nachschuss hier von ihm. Und dann trifft er noch den Pfosten, also es gibt es doch gar nicht, Riesenchancen. Ja, und das muss man sagen, die Chancen heute, die liegt jetzt klar beim UFC. Definitiv. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der Schiedsrichter angezeigt hat an Nachspielzeit. Ich schaue mal nach links, auch Kopfschütteln, keine Ahnung. Ich schätze mal, 1-2 Minuten haben wir hier noch auf der Uhr in Halbzeit 1.
die Chance für uns, jetzt hier dieses mittlerweile überfällige 1:1 zu schießen. Aber die Homburger legen den Ball erstmal auf die linke Seite. Rossmann ist da. Direkt der Pass in die Spitze. Leider kriegt er den Ball nicht mehr rum. Deswegen landet der Ball im Seitenhaus, gibt den Einwurf für Homburg. Wollte da Wanner auf die Reise schicken, war sicherlich die richtige Idee. Aber mehr sehen wir hier nicht. Schiedsrichter pfeift erstmal diese erste Halbzeit ab. Also hochkarierter, vor allem die letzten 10 Minuten. Riesige Chancen für den OFC, leider noch nicht in ein Tor umgewandelt. Aber wir haben ja noch die zweite Halbzeit, Lars, und wir freuen uns drauf. Und da machen wir das. Hier haben wir das Tor auch nochmal. Beredei, der da ruhig durchkam. Einzige Großchance, beziehungsweise zwei Großchancen hatten sie. Die eine haben sie genutzt, 1:0 Homburg. Und wir hören uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich.
So, wir sind wieder da zur zweiten Halbzeit. Da sind unsere Spieler. Sie kommen aufs Feld, haben eine richtig gute letzte Viertelstunde gerade gespielt hier in der ersten Halbzeit. Aber leider das Tor einfach nicht getroffen. Riesige Chancen dabei gewesen, Lattentreffer dabei gewesen, Glanzparade vom Torwart dabei gewesen. Also jetzt muss es doch auch mal passieren, oder? Auf jeden Fall, es muss passieren. Und das ist auch genau das, was Dr. Olaf Schiller schreibt. Und das ist kein geringerer als der Chef von Paddy Protect, die Marke mit dem Pinguin. Und er sagt, diesmal läuft es genau wie im Hinspiel, nur diesmal für uns. Das wäre natürlich geil. Hoffen wir es mal. Übrigens heute auch unser Partner, starker Partner dieses Spieltages natürlich, Olaf Stiller und Paddy Protect. Ball rollt also wieder. Jinetzki über die rechte Seite jetzt zu Breitenbach mit dem ersten langen Ball in die Spitze. Ja, und Hosina hat das geahnt und holt sich da den Ball und gibt dann weiter zu Vincent Moreno im Laufduell. Ja, aber die Homburger schaffen es dann zu klären, machen sie auch gut, schießen den Moreno dann noch an und es gibt den Abstoß. Guter Pass trotzdem. Abstoß also für Homburg. 45 Minuten Zeit für unseren OFC, jetzt endlich diese Chancen auch mal in Tore umzumünzen. Das ist das, was wir uns hoffen. Und ich schaue jetzt gerade mal runter zum Jason. Der steht da mit der Kamera unten im Regen durchgehend, der Arme, und fängt uns hier die guten Bilder ein. Abstoß Homburg. Lars, du hast dich nochmal gestärkt in der Halbzeit. Ja, 4:3 führte OFC, allerdings nur nach Ecken. Na, nach Toren steht es 1:0 für den FC Homburg. Aber, das haben wir schon in der ersten Halbzeit gesehen, der OFC hat gedrückt und hatte die Möglichkeiten, nicht nur zum Ausgleich, sondern auch in Führung zu gehen. Und jetzt Mike Vetter, der läuft und läuft und läuft. Immer noch Vetter über die rechte Seite unterwegs im Strafraum. Da wird er dann endgültig getrennt. Aber das war ein fulminanter Antritt von Mike, die Kampfsau Vetter. Sehr guter Lauf von ihm da, der sich einfach mal ein Herz gefasst und geht da Meter für Meter vorbei und holt hier die Ecke raus für den OFC. 5:3, also in Ecken. Jetzt aber Dominik Wanner von der rechten Seite mit links aufs Tor gezogen. So wird sie reinkommen, die Ecke. Wanner jetzt mit dem Eckball auf den kurzen Pfosten. Kopfballverlängerung. Schade vom Bosic. Da kam er dran mit dem Scheitel. Geht dann aber am langen Pfosten vorbei. Leider stand da keiner mehr, um diesen Ball über die Linie zu drücken. Aber wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben in Halbzeit 1. Und das ist mit einer guten Chance. Da wäre auch einer auf der Linie gestanden. Aber trotzdem gute Gelegenheit für den UFC. Und Homburg spielt von hinten raus. Weiter Ball in die Spitze, jetzt auf Eisele. Der Ball geht aber ins Seitenhaus, gibt den Einwurf für den OFC. Also erste Torannäherung für den OFC in der 46. Minute. Einwurf jetzt. Ja, Kickers Offenbach über die rechte Seite unterwegs, noch in der eigenen Hälfte. Allerdings orientiert sich alles hier schon wieder Richtung Mittellinie. Und dann sollte eingeworfen werden. Ja, Bosic, der muss mit dem ganzen Körper hier erst einmal abschirmen. Und was hat er jetzt gepfiffen? Freistoß FC Homburg auf Höhe der Mittellinie. Ja, den führen sie jetzt gleich aus. Dann mal mit der Nummer 25. Lukas Hoffmann ist das. Da kommt jetzt auch den Ball, Doppelpass mit dem Mann mit der Nummer 6, ja. Das ist Stegerer, guter Ballgewinner von Hosina. Homburg kommt aber wieder dran, weit auf die linke Seite nach vorne gespielt, Ball noch nicht im Aus. Immer noch Homburg, ja, gehen da vorbei an Breitenbach, der Ball trudelt dann ins Aus und es gibt den Einwurf für den OFC. Das Ganze tief in der eigenen Hälfte, Vincent Moreno übernimmt wieder die Verantwortung und wird diesen Einwurf jetzt ausführen. Wer läuft sich frei? Hosina lässt sich mal tief fallen, kriegt jetzt auch den Ball und schlägt ihn dann weit nach vorne in Richtung Feigenspahn. Ja, aber Homburg ist da hinten relativ gut sortiert und Vetter sucht den direkten Weg in die Spitze. Schade, der Ball kommt leider nicht an und Homburg mit Perdidai. Foulspiel, kriegt die gelbe Karte für den Torschützen, für Fallon Perdidai, weil er sich da mit dem Ellbogen durchsetzt gegen Hosina in unserer eigenen Hälfte. Immer noch gibt es jetzt also den Freistoß für den OFC, der hier natürlich weiter dranbleiben will, beißen will, um dann vorne endlich das Glück zu haben, dass der Ball über die Torlinie geht. Jedinetski, unser Kapitän, jetzt kurz ausgeführt diesen Freistoß zu Rossi, der mit dem Diagonalball auf die rechte Seite, der kommt sehr gut zu Vincent Moreno, kann ihn leider nicht ganz behaupten und Homburg will kontern über die linke Seite, der Ball geht aber ins Seitenhaus, gibt den Einwurf für den OFC.
Und Moreno findet im Zentrum Rossi. Er dreht sich einmal um sich selbst, muss dann grätschen. Und das gibt die gelbe Karte für Osman. Ja, nimmt er an, weiß er selbst, kam dann zu spät gegen Eisele, grätscht dann nochmal. Die gelbe Karte geht in Ordnung. Ja, nach der Bewegung ist dann Eisele schnell dazwischen gespritzt und die Grätsche, klar. Da kann man gelb ziehen, muss er machen. Gibt also den Freistoß jetzt für Homburg und Eisele hat sich da ein bisschen mehr wehgetan. Hofft natürlich, dass das nichts Schlimmeres ist und dass es weitergeht für ihn. Also alles Gute für Fabian Eisele. Medizinisches Team kommt jetzt da aufs Feld und schaut sich das Ganze mal an. Er hat ihn da an der Wade und dem Schienbein getroffen. Und auch der Rossi kann wehtun. Ja, also merkwürdiger Singsang dort hier seitens der Homburger Fans oder auf der Gegengerade. Habe ich so noch nicht gehört. Aber gut, 1:0 führen sie noch. Hauchdünn der OFC trotz Chancenmehrheit im Rückstand. Und wie gesagt, auch in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit ging es gleich ganz gut weiter mit der Möglichkeit für den OFC. Ja, während wir sehen, dass sich unsere Auswechselspieler oder Einwechselspieler besser gesagt, hier alle gesammelt warm machen. Deflinger hat man zum Beispiel gesehen, auch ein Saric, natürlich Hermes, alles Optionen, die noch kommen können in Halbzeit 2. Und es werden auch sicherlich noch welche kommen. Das ist ganz klar. Freistoß jetzt ausgeführt. OFC mit dem Ball gewinnen und zwar in Form Person von Vetter. Jetzt weit geschickt. Hosina auf der rechten Seite. Hosina mit viel Platz. Schon an der Grundlinie. Hosina, jetzt kommt die Flanke auf den langen Pfosten. Der Chipball. Aber leider etwas zu hoch für Bosic. Zweiter Ball. Nochmal Wanner. Zurückgelegt zu Mayrose. Mayrose im 16er. Immer noch Mayrose. Wird dann aber hängen am zweiten Spieler. Schade, schade. Ja, und dann der weite Ball in die Spitze. Und Jelinjetski, der seinen Gegner dann zu Fall bringt, zieht er dafür auch den Karton. Ich glaube nicht, dass es dafür auch nochmal gelb gehen wird. Naja, er greift nochmal in seine Tasche, aber das nur, um die Pfeife zu holen. Also, Konterchance zum Glück unterbunden von Jelinjetski, auch wenn es ein bisschen auf unfaire Art und Weise war. Das musste er ziehen, dieses Foul. So, also der Freistoß für Homburg, das Ganze etwa 40 Meter vor unserem Tor. Ja, da wollen wir mal schauen. Das Ganze noch, ja, 45 Meter diagonal bis zum Tor. Also nicht weit von der Mittellinie entfernt. Aber das heißt ja nichts, denn jetzt wird er weit reingeschlagen auf Hamburger Seite. Dort vorne in den Strafraum der Offenbacher Kickers. Oh, gefährlich. Mike Vetter steht dort. Versucht erstmal zu klären. Jetzt der OFC dort Herr in der Lage. Gut gemacht, rausgespielt. Vielleicht jetzt gleich den Konter einleiten. Und dann die Homburger erstmal den Ball ins Ausgeschlagen. Einwurf. OFC wird es geben. Einwurf OFC. Eigentlich eine gute Spieleröffnung vom Bosic. Aber Feigensparen kam dann nicht mehr ganz dran. Der Ball dann doch einen Tick zu steil gespielt. Breitenbach jetzt am Ball und Jelinjetski. Jelinjetski mit dem weiten Schlag auf die linke Seite zu Wanner. Der hat den Ball auch noch vor der Auslinie, aber er war schwer zu kontrollieren. Und Homburg holt sich die Kugel zurück. Aber gut aufgepasst von Moreno, der direkt zu Feigensparen spielen will. Aber der kommt nicht an, der Ball. Homburg schon wieder im Ballbesitz mit Mendler, der zurücklegt. Und jetzt nach vorne chippt. Fallon per Detail, aber gut dazwischen gegangen von Jason Breitenbach. Richtig gute Aktion von ihm. Und Wanner jetzt. Wanner auf der halblinken Außenbahn. Jetzt zu Hosina gespielt. Der aber nochmal zurück. So, Jost Mayrose. Also, zurückgepasst zu Jelinjetski. Neuaufbau. Der Kicker ist über die linke Seite. Rossmann ist das. Immer wieder Rossmann. Jetzt auf die linke Seite gespielt zu Dominik Wanner. Muss nochmal zurückpassen. Zu Mayrose, der den Ball aufnimmt und es geht wieder zurück zu Jelinjetski. Jelinjetski weiter mit dem Ball am Fuß, über die linke Seite gespielt zu Mayrose, der zu Rossmann, der hat sich da vorne jetzt ein bisschen aufgehalten. Breitenbach, jetzt ist der Ball über der Mittellinie zumindest, jetzt zu Vetter in der Zentrale, zu Feigensparen, gut weiter gespitzelt auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Die Flanke bleibt aber am Gesäß des Gegenspielers hängen und Mendler mit dem Konterversuch spielt den Ball dann weit auf die linke Seite nach vorne und da trudelt der Ball dann bis zu David Richter, der weit aus dem Tor gekommen ist, bis zu Eckfahren und den Ball jetzt aufnimmt zu Breitenbach. Nächster Anlauf. 55. Minute, der OFC im Ballbesitz. Hinten rausgespielt aus dem Zentrum, Jelinjetski links rausgelegt. Ja, dann auf Höhe der Mittellinie.
Der OFC schauend, noch einmal zurückgespielt, Jelinecki, Breitenbach. Jetzt hat er Platz, jetzt kann er gehen, jetzt muss er gehen. Ja, und dann, ja, kommt da vorne rein, Bosic! Aber dann ist er da, Wozniak, der Schlussmann, der Homburger. Ja, abgefälschter Ball war das von Breitenbach, der dann irgendwie in die Spitze gekommen ist, aber im Endeffekt wurde Bosic dann abgeschirmt und im Verbund haben sie den Ball dann da hinten raus verteidigt. Wozniak immer noch mit dem Ball in der Hand. Hat natürlich viel Zeit jetzt dabei und schlägt das Leder weit nach vorne. Offenbach spielt jetzt mit dem Wind. Freistoß ausgeführt. Mayrose. Und Breitenbach auf der rechten Seite. Breitenbach zurückgelegt jetzt zu Sebastian Zinjecki. Also, ich habe gute Nachrichten, Marius. Wir werden das Spiel noch gewinnen, denn jetzt ist auch Andreas Starke da. Und mit der haben wir hier in Homburg regelmäßig die Siege kommentiert. Und jetzt ist sie ja sozusagen da. Mindestens mental. Also sie lässt uns grüßen. Und den OFC natürlich. Und pass mal auf, das wird jetzt noch. Sehr schön, das ist ein gutes Omen. Schöne Grüße zurück natürlich. Aber der Ball landet erstmal im Seitenaus, gibt den Einwurf für Homburg, die hier einen Wechsel vorbereiten. Mann mit der Nummer 13 wird kommen, Philipp Hoffmann. Für den Mann mit der Nummer 7, der jetzt auf der anderen Seite das Feld verlässt, für Arman Ardestani. Also 35 Minuten Spielzeit noch für den OFC. Weiter steht es 1:0 für Homburg. Und es geht gleich weiter mit einem Einwurf auf ja, der Gegengeraden quasi, auf der rechten Seite der Homburger. Eingeworfen, gibt einen kleinen Schubser von Jos Mayrose. Auch das wird direkt geahndet, gibt den Freistoß jetzt für die Gastgeber. Homburg jetzt auch schon ausgeführt. Ball zurückgespielt und Feigenspahn setzt nochmal an zum Pressing nach vorne jetzt. Gibt den Torwart so ein bisschen Druck. Weiter Ball und Zinjecki geht dazwischen. Und auch Mike Vetter legt den Ball erstmal zurück zu Rossmann. Er ist jetzt weit hinten in der eigenen Hälfte. Ja, da hat er erstmal auf Sicherheit gespielt, unser Mike Vetter. Hat dort gesehen, dass dort Raum um Rossmann entstand. Und jetzt Zinjecki und Breitenbach mit Übersicht. Kommt der Pass vorne in die Spitze rein. Hosiner wird dort gesucht. Allerdings erst einmal die Homburger dazwischen. Allerdings haben sie ihren Schaff. Jetzt kommen sie über die linke Seite. Und ja, abgenommen, in die Spitze reingespielt. Dann wird es immer gefährlich in der Schnittstelle. Nee, ganz sauber geklärt. Aber da schreibt Freistoß, sagt er, für Homburg. Und das ist eine durchaus gute Position. Ich würde sagen, ja, 23 Meter, fast zentral, leicht halb links versetzt. Also jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Ja, Freistoßmöglichkeit jetzt also für die Homburger. Lars hat es gesagt, etwa 23 bis 25 Meter werden das sein. Also sehr zentral. Mendler steht da bereit und auch Perdedei. Müssen wir aufpassen jetzt. Also, Ball jetzt freigegeben. Freistoß darf also ab jetzt ausgeführt werden. Mendler läuft an mit links, aber den segelt er am Tor vorbei, drüber. Abstoß, OFC, keine Sorge hier für David Richter. Da muss er gar nicht eingreifen. Ja, der OFC erneut im Aufbau über Zinjecki. Und Rossmann. Dann kommt der Postwenden zurück zum Capitano. Und dann wird der Weg in die Spitze gesucht. Allerdings nicht richtig gefunden. Dennoch bleibt der OFC im Vorwärtsgang. Mike Vetter spritzt dazwischen. Und jetzt kann neu aufgebaut werden, da der Ball zurück in die hinteren Reihen des OFC gerutscht ist. Also erneut Rossmann. Ja, der OFC versucht es jetzt öfter durch die Mitte. Aber jetzt der Ball auf die rechte Seite von Vetter. Schöne Übersicht zu Moreno. Flanke kommt rein, abgeblockt. Mann, Mann, Mann. Also die werfen da hinten natürlich auch alles rein in der Verteidigung, die Homburger. Jetzt der Konterversuch, aber Zinjecki steht da, steht genau richtig und nimmt die Kugel wieder auf. OFC wieder im Ballbesitz und das ist jetzt ein ewiges Anrennen natürlich. Vetter zurück zu Rossmann. Auf der linken Seite finden sie jetzt mal wieder Wanner. Der wieder zurück zu Rossmann. Und von dort geht der Ball zu Zinjecki. Der Ball jetzt über die Mittellinie trägt Breitenbach.
Wird auf die rechte Seite gespielt zu Vincent Moreno. Der wieder zurück zu Breitenbach. Ja, also sie legen sich den Gegner zurecht, suchen die Lücke. Feigenspahn rechts raus nochmal zu Vincent Moreno, etwa 30 Meter vom Tor entfernt, jetzt aber zurückgespielt zu Breitenbach. Wieder zu Vincent Moreno, der wird angegangen, das ist ein Foulspiel. Das muss den Freistoß geben. Klare Geschichte. Vielleicht durch den Standard nochmal gefährlich werden. Ja, der OFC doch deutlich feldüberlegen mit mehr Ballanteilen. Auch jetzt wieder im Ballbesitz. Oh, da wird Vetter erst einmal niedergemacht und der Schiri steht eigentlich gut, lässt das weiterspielen. Die Homburger im Vorwärtsgang, halblinke Verbindung, links rausgelegt. Jetzt kommt die Flanke vorne rein ins Zentrum, aufpassen und dann springt er erst einmal vorbei. Nachschuss, zweite Möglichkeit und da springt er aus dem Tor wieder raus. Glück gehabt, OFC, Donnerschlag, eieiei, da springt er aus dem Innenpfosten raus. Da war Richter bereits geschlagen, uiuiui, das war eng. Das war richtig eng. Der Abschluss, der hoppelt dann so über das Bein von Richter und ab an den Innenpfosten. Der Nachschuss dann zum Glück über das Tor. Aber die Homburger kommen schon wieder. Foulspiel von Mike Vetter gibt den nächsten Freistoß jetzt in der Zentrale. Puh, Riesenchance da für Homburg. Ein Glück ist das gut gegangen. Und ich nehme an, der OFC wird nicht mehr lange warten und dann wechseln. Ich sehe da, wenn ich durch die Bank so ein bisschen durchlunse, sehe ich sowohl Semir Šarić als auch Lukas Hermes, die sich bereit machen für einen Doppelwechsel in der Spitze. Hier haben wir sie, Šarić und Hermes. Letzte Instruktionen nochmal vom Trainer von Ersan Palatan, aber erstmal müssen wir uns hier diesem Freistoß widmen. Fanol Perdidai wird ihn ausführen. Rein, jetzt geht immer länger und länger, aber Bosic ist hinten. Und köpft das Ding dann erstmal raus aus der Gefahrenzone. Homburg kommt aber nochmal über die rechte Seite mit einer Flanke auf den kurzen Pfosten. Breitenbach ist da. Apraller landet bei Perdidai. Abschluss reingeworfen von Hosina. Und jetzt ist der Ball raus, weil Rossmann resolut dazwischen geht und das Ding dann hinten rausschlägt. So, jetzt also die Zeit zu wechseln für den OFC. Semir Šarić und Lukas Hermes kommen für Hosina zum einen. Und den nächsten Wechsel werden wir gleich sehen, wer da rausgehen wird. Feigenspahn geht raus. Nee. Und Moreno geht also raus. Bin gespannt, wie sie es jetzt hier verlagern oder verändern werden. Ich glaube, Feigenspahn wird die Rolle von Vincent Moreno einnehmen als Schienenspieler auf der rechten Seite. Und Šarić auf die 10 und Hermes vorne drin in den Sturm. Weicht also Mike Feigenspahn auf die rechte Seite. Jetzt mit dem Einwurf zurück zu Jason Breitenbach, gibt den nächsten Einwurf, wieder für den OFC, wieder auf der rechten Außenbahn und Feigenspahn wirft jetzt ein Richtung Bosic, kommt aber nicht an der Ball, Mendler geht dazwischen und Homburg kommt über die Zentrale mit Eisele, aber erstmal zurückgelegt den Ball, bevor es dann auf die linke Seite rausgeht, ja, Homburg weiter im Ballbesitz. Ja, und die kommen ihrerseits über die linke Seite, jetzt schon Richtung Strafraum unterwegs, aber dann erst einmal dazwischen Feigenspahn, der hat das mal geklärt. Und so wird es Einwurf geben für die grün-weiß gekleideten Saarländer. Und da versuchen sie jetzt, sich Richtung Offenbacher Strafraum aufzumachen. Rhythmisches Klatschen hier, die Zuschauer sind wieder aufgewacht. Und dann kommt er reingeflogen. Ja, weiter Einwurf. Dort vorne Richter. Oh, aufs Tordach, aufs Tordach. Aber Richter hatte das schon richtig berechnet und gesehen. Also doch keine Gefahr. Aber als Fan, ja, ist man immer ein bisschen aufgeregt. Ja, da wird er mal ein bisschen mulmig. Aber hat er gut eingeschätzt, diesen Ball, dass er dann auf dem Tordach landet. Und der OFC jetzt weiter mit Rossmann und Jason Breitenbach. 64 Spielminute haben wir jetzt. Und Breitenbach in die Spitze gespielt. Sucht da Lukas Hermes, aber Homburg erstmal rausgeklärt. Feigenspahn zu Jost Meyerhose. Der mit dem Chip-Pass zurück zu Zieniecki hat er sehr gut gelöst gerade. Diese Situation nach dem Einwurf. Und Rossmann wartet. Und dann der lange Ball, versucht zumindest, aber segelt dann über die Seitenlinie. Wollte eigentlich Wanner finden auf der linken Seite, kommt aber nicht an. Deswegen gibt es jetzt hier den Einwurf für Homburg. Und es ist bitter
dass wir hier weiter mit 1-0 zurücklegen. Vor der Halbzeit hätten wir schon die Wende einleiten können. Ja, ja, 65 Minuten gleich gespielt. Und ja, Chancen gab es genug auf Offenbacher Seite. Klar, die Homburger haben auch immer wieder ihre Nadelstiche gesetzt. Und sie haben vor allen Dingen das Tor erzielt. Dem laufen wir immer noch ein bisschen hinterher. Aber unterm Strich muss ich sagen, sehr kampfbetont. Die Offenbacher auch hochkonzentriert bei der Sache. Was will man ihnen vorwerfen? Außer natürlich der Chancenausbeute. So ist das. Das ist das Thema, was sie sich hier ankreiden lassen müssen. In den gespielten Minuten bisher. Und Homburg legt den Ball zurück zum Torhüter, der weit nach vorne schlägt. Aber der UFC ist da mit Jeniecki. Diagonalball auf die rechte Seite, einfach mal in Richtung freier Raum. Aber das macht dann Stegerer sehr clever. Und Homburg kann über die linke Seite den Gegenangriff starten. Aber da ist Breitenbach, der dazwischen geht. Jason Breitenbach geht noch ein Stück. Jetzt wird er verfolgt. Jetzt kommt der Ball auf die rechte Seite zu Lukas Hermes. Der muss flanken. Flankt auch, aber es gibt die Ecke für den UFC. 6:3 steht es nach Ecken und das zeigt, dass der UFC nicht nur im Spiel ist, sondern hier auch die Möglichkeiten hat. Und jetzt muss es doch irgendwann mal klingeln. Marius, ich denke, wir müssen noch mal wieder einen Zahn zulegen. Wir müssen das Ding reinbabbeln. Babbelst du ihn rein oder soll ich ihn reinbabbeln? Also gut, Saric, er kam ja frisch jetzt ins Spiel und er soll jetzt die Ecke treten. Und dann vorne die üblichen Verdächtigen. Na klar, Jelinski auch dort im Getümmel. Jetzt kommt er reingeflogen. Erst einmal dort ins Zentrum. Breitenbach, der kommt mit großen Schritten angeflitzt. Allerdings erst einmal weit nach vorne geschlagen auf Homburger Seite. Und so muss der UFC aus der eigenen Hälfte heraus neu aufbauen. Und das machen sie mit Mayrose, der den Ball erstmal zurücklegt zum Torhüter. Zu David Richter, der dann zu Rossmann, der wieder zu Mayrose. Und jetzt gehen sie vorne drauf. Achtung. Richter mit dem Schlag nach vorne durch die Mitte zu Mike Vetter, der wieder Hacke verlängert. Aber Bosic kommt nicht ganz dran. Ganz, ganz schade. Ah ja, guck doch mal. Jetzt Vorteil OFC. Mike Vetter durch die Mitte wird dann gehalten und gezogen. Das ist eine gelbe Karte. Ja, logisch. Ja, klar. Womit? Mit Recht. Mit Recht gibt es da die gelbe Karte und Bosic schnappt sich den Ball. Das Ganze 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Naja, knapp 30, sagen wir es mal so. Und Bosic hat da so eine gewisse Schusstechnik. Er zeigt dann 28 Meter, 43 Zentimeter. Und ja, für wen wäre das jetzt die richtige Position? Bosic, der steht dort, der will und wird doch wohl nicht schießen. Der muss doch dort vorne für den Abpraller bereitstehen, oder? Er schießt, das weiß ich. Er übt die Freistöße gerne nach dem Training auch mal. Hat er so eine Schusstechnik, dass der Ball sich im Endeffekt ganz zum Schluss nochmal senkt. Und ich hoffe, diese Schusstechnik kann er jetzt auch an den Tag legen. Also, dann babbelt das Ding jetzt nahe. Komm, du bist auf geht's. Der Bosic also mit 5 Schritten Anlauf für diesen Freistoß, den er direkt versuchen wird. Der Bosic, da kommt er und er kommt gut. Aber Torwart mit einer Glanztat, der kommt sehr gut, der Freistoß. Richtig, wenn er sagt. What a shot bei Dejan Bosic. Gerade noch so pariert vom Torhüter. Ganz starke Schusstechnik hier. Und von Dejan, boah, der wäre schön reingeschlagen im Tor, aber Wozniak zur Stelle. Dafür macht das mit dem Kopf rein, sagt der Lars. Da würde ich direkt unterschreiben. 68. Spielminute, Eckball OFC, Semir Saric bringt die Ecke rein, auf den kurzen Pfosten, verlängert. Und dann ist nochmal Bosic, da wird ein bisschen geschubst, dann der Abschluss im Fallen, aber der geht nicht aufs Tor. Und so kann Homburg erstmal klären. Naja. Neuer Aufbau, Jost Mayrose, lang und hoch auf die rechte Seite, kommt nicht an, erstmal geklärt, aber Breitenbach ist zur Stelle, findet dann im Zentrum Mike Vetter, der wieder mal gefällt wird und wieder gibt es Freistoß für den UFC. Na, das hat sich auch ein bisschen nach Homburg rumgesprochen, dass der Mike Vetter eben nur mit 2 Mann zu stoppen ist, wenn überhaupt. Und jetzt der UFC mit der Freistoßchance, also das Ganze diagonal zum Tor noch 39 Meter. Also, da schauen wir. Jetzt ist er freigegeben. Und dann kurzer Anlauf. Jetzt kommt er vorne auf die Strafraumgrenze. Aber genau da stehen die Homburger erst einmal das Ding rausbuxiert. Der UFC jedenfalls im Ballbesitz. Muss er wohl zurückspielen auf Richter. Und so kann dann die Seite gewechselt werden. Oder direkt nochmal nach vorne. Das passiert jetzt auch. Allerdings in die Reihen der Saarländer. Keine Gefahr für den FC Homburg. Der jetzt hier seinerseits einwirft auf der rechten Außenbahn.
UFC muss weiter dranbleiben, muss weiter dran glauben, dass hier die Wende noch möglich ist, innerhalb von 21 Minuten, die noch zu spielen sind. Einwurf Homburg landet im Aus. Das heißt, es gibt jetzt Einwurf auf UFC-Seite. Wanner zurückgeworfen zu Maximilian Rossmann. Rossi zu Zielinski. Zielinski zu Breitenbach. Und so geht's auf die rechte Seite. Hermes bietet einen guten Lauf an und will dann Feigenspann auf der rechten Seite auf den Weg schicken. Gute Idee, aber leider macht da Homburg nicht mit. Sondern klären das Ding dann raus, weit nach vorne, aber der geht bis durch zu David Richter. Neuer Anlauf über Rossmann und der Homburger FC wird auswechseln. Hummel wird kommen für den Mann mit der Nummer 24. Das ist Nico Teisinger. Geht jetzt gleich vom Feld, habe ich gerade auf der Anzeigetafel, glaube ich, schon so gesehen. UFC in der Verteidigung mit Zielinski, köpft das Ding dann zu Breitenbach. Der muss zurückspielen zu David Richter, denn die Homburger pressen nochmal. Richter wieder zu Breitenbach auf die rechte Seite. Und nach vorne zu Saric, aber der wird gedoppelt, kriegt den Ball nicht. Markus Mendler in die Mitte gelegt, Rossmann ist zur Stelle, geht dazwischen. Und Feigenspahn mit einem super Diagonalball, der durchgeht bis auf Bosic. Auf der linken Seite, der Bosic im 1 gegen 1. Ja, kriegt den Ball dann aber weggespitzelt. Holt zumindest den Einwurf raus für den UFC. Super Spielverlagerung war das von Mike Feigenspahn. Einwurf jetzt zurückgelegt zu Mike Vetter. Vetter nochmal zu Lukas Hermes, der zurück zu Breitenbach. Das Ganze schon auf Homburger Seite. Ah, der Abpraller geht nochmal zu Hermes, der holt sich auch den Ball. Feigenspahn stünde bereit für eine gute Flanke. Feigenspahn auf den langen Pfosten zu Bosic. Und da ist das Tor zum 1:1. Der macht das Tor! Dejan Bosic macht das 1:1. Donnerschlag, ja. Wir sind wieder da. Da ist es, 1:1. Lange haben wir gewartet und jetzt ist es Bosic nach einer traumhaften Flanke von Mike Feigenspahn auf den langen Pfosten. Und der UFC erlebt wieder in diesem Spiel. Bosic, der sich da wegstiehlt und dann aus 2 Metern einköpft diesen Ball. Wir sehen es nochmal schön in der Wiederholung. Mike Feigenspahn wird bedient von Lukas Hermes und dann flankt er das Ding da butterweich rein. Sieht genau, wo Bosic hinläuft und er startet dann hinter seinem Gegner. Dieser alte Dreckshund, der weiß genau, wo er stehen muss. Der weiß es. So ist das. 1:1 also. Alles wieder auf Null gestellt. Der UFC meldet sich zurück in Person. Ich würde sagen, das Momentum, das spricht jetzt für uns. Denn wir hatten die klar besseren Möglichkeiten. Der UFC ist gut im Spiel, er ist kämpferisch gut dabei. Er ist hochkonzentriert bei der Sache. Und jetzt der Ausgleich, der sollte uns doch beflügeln. Da ist doch noch was möglich. Der Dreier, er ist drin. Du sagst es, Lars, weiter müssen wir dranbleiben jetzt und trotzdem natürlich konzentriert auch zurückarbeiten. Zielinski passt auf, grätscht und grätscht nochmal dazwischen, kämpft sich hier den Ball zurück für den UFC. Und Breitenbach sucht dann in der Spitze Lukas Hermes. Erstmal macht Stegerer dann clever. Und Homburg spielt durchs Zentrum. Achtung, der letzte Pass, aber gut geklärt von Dominik Wanner, der das Ding dann erstmal über die Seitenlinie schlägt. Also, das ist jetzt hier ein richtiger Fight. Ja, eigentlich macht es Spaß, aber die Aufregung, die ist natürlich riesengroß. Aber in der Tat, das kann man sagen, es ist ein echter Fight, ganz klarer Fall. Rhythmisches Klatschen, die Homburger Zuschauer, die haben auch verstanden. So einfach wird das nicht und das haben sie jetzt auch gesehen. Aber jetzt kommt erst einmal der weite Einwurf. Meine Herren, richtig weit reingeworfen, 25 Meter. Und die Homburger versuchen jetzt den UFC ein bisschen dort hinten einzukreisen, am eigenen Strafraum. Also, da zieht er vielleicht mal ab. Nee, erst einmal geblockt auf Offenbacher Seite. Noch ist die Kugel nicht endgültig raus. Doch, jetzt haben wir die Sache unter Kontrolle. Über links muss es jetzt schnell gehen. Und das passiert jetzt auch schön reingezogen. Vielleicht jetzt abspielen auf der linken Bahn immer noch der UFC. Also, das sieht doch gut aus. Überverladig. Schön, jetzt kommt er. Und jetzt geht er aufs Tor zu. Was macht er? Noch einmal zurückgespielt. Feigenspahn. Und dann ist er nicht im Tor. Denn da hat er ihn, Wozniak. Aber der UFC, der zeigt an, das soll nur der Ausgleich gewesen sein. Wir wollen mehr. Super Konter da über Saric, der von Wanner bedient wurde auf der linken Seite. Und dann setzt er mal wieder an zu einem seiner unfassbar guten Läufe da. Leider Feigenspahn beim Abschluss noch gestört. Sonst hätte der da im Netz gezappelt, da bin ich mir sicher. Dem fehlt ja noch dieses Tor.
dem Feigenspahn. Jetzt hat er den Bosic so gut bedient und er hätte sich so sein eigenes Tor verdient gehabt. Auch heute schon wieder den Pfosten getroffen. Das letzte Spiel war es die Latte. Das Spiel davor gegen Frankfurt war es der Pfosten. Und jetzt ist es doch bald mal wieder in der Zeit, dass er hier sein Debüt-Tor, sein Pflichtspiel-Tor für den OFC macht. Aber erstmal müssen wir hinten wieder anfangen mit David Richter, der den Ball am Fuß hat. Jetzt abgibt zu Zieliński, der wieder zurück zu Richter. Und ich glaube, wir müssen den langen Weg nach vorne wählen. Das macht er jetzt auch, weit in die Spitze gespielt. Ja, der ist aber zu weit. Kommt nicht an. Ja, ich hätte ihn vielleicht noch erlaufen können, aber ansonsten wird es schwierig. Ne? Aber gut, schauen wir mal. Weiter geht's. Wozniak, der hat sich auch schon einige Male ausgezeichnet hier. Mordsreflex an den Tag gelegt. Sonst würde der OFC natürlich schon führen. Aber was nicht ist, das kann, das soll, das muss, das wird doch noch werden. Homburg jetzt erstmal mit Stegerer über die linke Seite. Gut aufgepasst von Mike Vetter, der per Grätsche da den Pass spielt zu Feigenspahn. Und es gibt Einwurf für den OFC. Und Mike Feigenspahn hat den herausgeholt, hat sich da bei der Grätsche ein bisschen wehgetan. Das sah auch nicht so witzig aus, diese Situation. Feigenspahn wird aber jetzt den Einwurf ausführen. Sucht dann vorne Bosic, aber erstmal Homburg weit und hoch raus da hinten. Vetter nochmal, geht dann resolut dazwischen mit dem ganzen Körper. Es ist ein Foulspiel, wird gepfiffen. Das Ganze unter 1880 Zuschauern. Und die Homburger kommen nochmal über die rechte Seite. Ja, und die Schlussviertelstunde, die ist bereits eingeläutet. Auch wenn wir hier nicht auf dem Biberer Berg sind, haben wir sie im Grunde läuten hören. Wobei, um OFC musste man nicht läuten, denn der war die ganze Zeit hellwach. Jetzt muss er allerdings erst einmal aufpassen, denn die Homburger, sie kommen über die linke Seite. Jetzt geht er bis zur Grundlinie, da kommt die Flanke vorne rein. Aber erst einmal Jelenetski gut aufgepasst, dann rausgekickt, das Bällchen. Und so geht's in Homburger Richtung am Mittelkreis. Jetzt die Möglichkeit, vielleicht den OFC. Hermes, kann er sich da durchsetzen? Oh ja, da hat er den ganzen Körper davor gestellt. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, auch wenn wir das gerne anders gesehen hätten. Und jetzt ein offener Schlagabtausch. Die Homburger wieder über die linke Seite unterwegs. Uiuiui, jetzt wird's gefährlich. Im Strafraum der Offenbacher aufpassen. So geht's hier rauf und runter. Und Eckball jetzt für den FC 08 Homburg. Oh, das wäre eine gute Konterchance gewesen, aber jetzt haben wir noch erstmal einen Wechsel. Dominik Wanner geht vom Feld. Für ihn kommt Jakob Zitzelsberger. Dominik Wanner seit der ersten Halbzeit natürlich auch schon gelb vorbelastet. Und Zitzelsberger, der bringt nochmal richtig Dynamik. Der bringt vor allem auch Kopfballstärke für diese letzten 14 Minuten auf der Uhr. Also, jetzt aber erstmal die Ecke von der linken Seite. Fallon Perdidei ist da, wird ihn gleich ausführen, wird rechts aus Tor gezogen. Osman ist da mit dem Kopf und Demirsaric ist da, nimmt die Kugel auf. Ja, aber bleibt dann hängen an Markus Mendler, der natürlich auch ein erfahrener Mann ist und das gut macht. Aber Homburg mit dem Chipball auf die rechte Seite, der geht ins Aus. Ballgewinn insofern für den OFC und Zitzelsberger mit seiner ersten Amtshandlung auf dem Platz in Form eines Einwurfs. Ja, kleiner Stockfehler auf Hamburger Seite und ich mache schon aus, dass er da ein bisschen Nervosität auch breit macht. Ich sehe es auch hier bei den Betreuern da unten am Spielfeldrand, sind immer ganz aufgeregt hier an der Außenlinie. Also, ja, es läuft nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und der OFC, der ist schon wieder im Vorwärtsgang. Ja, da wird er niedergemacht und so gibt es erst einmal Freistoß für den OFC auf der halblinken Verbindung. Das Ganze in der 78. Minute beim Stande von 1:1. Der OFC hat ausgeglichen und das war mehr als nur überfällig, denn die Chancenhoheit, die liegt beim OFC. Jetzt also Breitenbach rausgelegt, Feigenspahn, Schickbotze auf der rechten Bahn. Jetzt kommt die Flanke. Ja, was denn? Hand! Pfeift er nicht! Er sagt Eckstoß. Also die sechste Ecke. Also die Hereingabe von Bosic kam scharf und dann auf den Boden. Der liegende Homburger, das war doch eine Hand im Spiel. Naja, stattdessen gibt es Ecke für den OFC. Demirsaric mit der Ecke, mit links reingezogen, hoch. Ah, Zitzelsberger kommt dran, aber nur mit einer seiner blonden Locken.
Ah, okay. Also ihr Lieben, jetzt tragen wir alle nochmal Paddy Protect die Creme auf und dann läuft es wie geschmiert, das sage ich euch. Also der OFC, wer muss jetzt nochmal richtig Gas geben? Erstmal hinten rum gespielt und dann ja versucht man erstmal den Ball zu sichern, links raus. Also jetzt, ja, müssen wir erstmal gucken. Jetzt kommt er nochmal, aber nee, der geht in die Reihen der Homburger über. Ja, Homburg kommt über die rechte Seite. Achtung, aufpassen jetzt in der Rückwärtsbewegung. Der Homburger mit dem Ball in die Mitte, Breitenbach erstmal dazwischen. Homburg kommt aber wieder dran und jetzt ist der Ballverlust bei Homburger Seite und Semisaric nimmt die Kugel auf. Wohin damit? Gut, auf die linke Seite gelegt zu Dejan Bosic. Dejan Bosic immer noch mit dem Ball am Fuß. Bosic wird dann gestoppt und es gibt nochmal Freistoß für den OFC. Gute Aktion von Dejan Bosic, jetzt die halblinke Position ungefähr. 26 Meter vom Tor diagonal entfernt oder vielleicht sind es auch nur 24, ich weiß es nicht. Bosic wird dann aber hier gestoppt auf unfaire Art und Weise und das ist der nächste Freistoß und vielleicht wird er ihn wieder selbst ausführen und vielleicht schlägt er diesmal ein. Jetzt ja nochmal probieren, denn das Ding, das war ja eine Mordsgranate, die er da losgelassen hat. Also schauen wir mal, aber es sieht gar nicht so, na doch, 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 guck an, er greift sich die Kugel erneut und vielleicht braucht es nur den zweiten Versuch, jetzt schauen wir mal. Also das wäre natürlich ein Ding, 80. Minute, die ist jetzt rum, wir kommen in die 81. und wieder ist es Bosic. Wie gesagt, 26 Meter halb links versetzt. Der Ball ist freigegeben. Die Homburger erwarten das Geschoss von Bosic. Erst einmal in die Mauer noch einmal. Ja, der OFC vorne. Feigenspahn muss außen rumgehen. Das kann ich nicht mehr sehen. Sehe das nicht mehr? Ja, Feigenspahn geht jetzt da hinterher. Homburg schirmt den Ball ab. Und Feigenspahn erkämpft sich die Kugel. Immer noch Feigenspahn. Feigenspahn jetzt gegen zwei. Immer noch Feigenspahn. Wird beackert von zwei. Und es gibt die Ecke für den OFC. Und Ristel jetzt die Chance, da behandelt zu werden nach dem nächsten Ball, der ihm da in die weiche Region geht. Also. 7:4 steht es nach Ecken für unseren OFC. Und wir sind in der 81. Minute. Jetzt erneut Eckball. Eckball also für den OFC, Semisaric steht bereit und die Offenbacher Fans, die machen nochmal richtig Stimmung da hinten aus ihrem Eck raus. Die Zaunfahnen sieht man hier im Hintergrund und Ristel wird da weiterhin behandelt nach diesem ja, Bolzer von Bosic da in die Magengegend war es glaube ich diesmal. Also zwei so Dinger abbekommen, einmal von Rossmann, einmal von Bosic, aber geht weiter für ihn, muss aber erstmal vom Platz, denn er wurde behandelt. Also für diesen Eckball Überzahl für den OFC. Jost Mayrose wird ausführen. Mayrose mit rechts. Und Tummel im Strafraum immer noch. Und dann ist Stürmer vorgepfiffen. Also großes Getummel da im Strafraum gewesen. Und im Endeffekt, hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Was war das denn genau? Ja, Zitzelsberger, der sich da reinwirft und dann nochmal nachsetzt und dann den Gegenspieler trifft. Also, das ist ein absoluter Krimi. Tatsächlich, ich höre es ja auch gerade von der linken Seite von Kaspar, da hat er recht. Also, 83. Spielminute jetzt gleich mittlerweile. Und der Ball fast über die Linie gedrückt, aber eben nur fast, so steht es weiter. 1:1 und Homburg mit dem Freistoß. Hinten raus, der Torhüter selbst wird ausführen und Homburg will nochmal wechseln, haben da drei neue stehen, also dreifach Wechsel jetzt auf Homburger Seite, die das hier auch vehement reklamieren. Ja, der Schiedsrichter geht nochmal zum Coach, hat nochmal ein paar ernste Worte, will nochmal einen Satz mit ihm sprechen, also Timo Wenzel, der sich da tierisch aufregt, schon seit einigen Minuten in diesem Spiel. Gibt es nochmal Diskussionen? Ja, da gibt es nochmal den Dreifachwechsel bei Homburg. Mendler geht vom Platz, Ferdi geht vom Platz und Eisele geht vom Platz. Ausfeld kommen Thomas Gößweiner, außerdem Joel Gerizgier und der dritte Mann, neu vom Feld, Luca Plattenhardt, also Nummer 3 für die Offensive bei Homburg. Die spielen hier jetzt auch auf Sieg, das ist klar. Weiter Ball jetzt vom Torwart raus zu Gößweiner. Der verteilt ihn direkt mal auf die rechte Seite. Homburg jetzt mit der Flanke. Aber da ist Jelinecki.
super, erstmal geklärt, in die Höhe geklärt. Homburg nochmal mit der Hereingabe, Mike Vetter ist da mit dem Fuß und jetzt kann Zitzelsberger umschalten. Oh. Zitzelsberger, was für eine Dynamik, immer noch Jakob Zitzelsberger, jetzt der Pass raus auf die linke Seite zu Dejan Bosic, kommt er dann noch dran. Die Hereingabe kommt, aber abgefälscht und im Endeffekt trudelt der Ball dann in die Arme des Torhüters. Schade, schade, gut gemacht, gute Aktion von Jakob Zitzelsberger, gerade eingewechselt worden und mit der ersten wirklich guten Offensivaktion. Es ist ein Riesenfight auf Biegen und Brechen, da geht es rauf und runter, jetzt kommen die Homburger wieder über die linke Seite. Also, linkes Halbfeld, ja, der OFC aber früh drauf gepresst, genau, dann kommen die Homburger doch noch einmal, ja, jetzt über rechts zur Möglichkeit, dann soll die Flanke kommen, erst nochmal abgelegt, ganz auf die rechte Außenbahn. Oh, da stellt er sich dem Dribbling, geht vorbei und dann ist es Zielinski. Allerdings ein bisschen, naja, hat er nicht richtig getroffen. Auf Kosten eines Eckballs wird es weitergehen mit dem FC Homburg. Da steht es jetzt 7:5. Genau, 7:5 für den OFC wohlgemerkt noch. Aber jetzt Homburg mit dem Eckball. Homburg Ecke, 85. Minute. Schnell rausköpfen das Ding und dann irgendwie einen Konter fahren. Geris Gier mit dem Eckstoß. Erstmal rausgeköpft. Stegerer nochmal, aber da ist wieder ein Fuß dazwischen. Diesmal war es Zielinskis Fuß. Homburg schlägt das Ding nochmal rein, aber auf den Kopf von Mayrose. Nochmal ein Kopfball und jetzt ist es Vetter. Die Kugel erstmal rausköpft und Homburg ganz hoch und weit auf die rechte Seite. Der Ball kommt sogar noch an und ist im Spiel. Joel Geris Gier mit der Flanke, die wird länger und länger und länger und landet an dem Tor aus. Und es gibt deswegen den Abstoß für den UFC. Den Standard haben wir überstanden erstmal. Ja, und es sind noch 4,5 Minuten offiziell zu gehen. Ein Türchen für den UFC. Und dann kann das noch werden mit dem Dreier. Jetzt erst einmal weit abgeschlagen dort vorne, die Homburger. Ja, Mike Vetter nimmt den Ball auf. Ja, will vorbei, wird ein klein bisschen behagelt. Dennoch Vetter geht rein, wieder rein. Jetzt muss er abspielen. Ja, hat er sich nochmal gedreht. Jetzt hat er Feigenspahn gefunden. Lukas Hermes nimmt die Kugel mit. Erneut Feigenspahn. Ja, und dann wird es eng und enger. Der Ball im Aus. Einwurf auf T. Ja, dann habe ich zwei vorhin gestellt, in den Passweg gestellt. Und deswegen nimmt er die Variante, ihn anzuschießen und somit den Einwurf rauszuholen. Mike Feigenspahn mit dem Einwurf Richtung Lukas Hermes, aber erstmal rausgeklärt. Und Jos Mayrose nimmt die Kugel auf, spielt dann zurück zu Rossmann. Und der nimmt Breitenbach nochmal mit. Breitenbach mit dem Ball zu Bosic. Schade! Ist eigentlich gut abgelegt auf Lukas Hermes an der Strafraumgrenze, aber der Ball kommt nicht an, weil Homburg eben auch gut dabei ist im Spiel. Und Zielinski wird weggecheckt, aber es geht weiter. Schiedsrichter sagt das. Langer Ball von Homburg, der geht aber bis ins Seiten aus. Den hat er übersteuert, diesen Pass. Der Ball geht noch nicht mal ins Tor aus, der geht ins Seiten aus. Also das sollte wohl ein Torschuss werden. Und jetzt kommt der Flinger. Also war ja auch lange verletzt. Jetzt scheint er wieder da zu sein. Also absoluter Kreativspieler. Vielleicht kann er den entscheidenden Impuls noch setzen. Ja, das wäre natürlich toll, wenn er sein Comeback feiern könnte. Mir ist es aber egal, wer das macht. Wir brauchen noch dieses Tor da vorne. Und wir arbeiten auch darauf hin. Lukas Hermes, der gut dazwischen geht, auf der rechten Seite erstmal den Gegner von sich abhält. Es geht weiter, Ball noch nicht im Aus. Und Homburg treibt die Kugel voran. Ja, wird jetzt gehalten. Mart Ristel von Dejan Bosic wird gezogen. Vorteil gepfiffen. Wenn er den Ball jetzt links rauslegt. Nee, Plattenhardt war. Wer kommt nicht an, landet im Seiten aus und UFC mit dem Einwurf. Mike Feigenspahn. Mike Feigenspahn muss jetzt warten. Wohin damit? Immer noch Feigenspahn am Einwurf jetzt. Ja, weit gespielt, etwas zu weit. Und Homburg kann wieder nach vorne spielen. Jos Mayrose zurückgeköpft zu Rossi, der mit Zitzelsberger auf der linken Seite legt den Ball weiter raus, aber abgefälscht. Einwurf UFC, Höhe der Mittellinie. Eine Sache für Zitzelsberger und wir müssen noch warten, bis wir wechseln können. Es gibt noch ein paar Instruktionen für Christian Derflinger. Also Palatin will sich das Ganze doch nochmal ohne Wechsel angucken. Homburg, ja, da vorne, beziehungsweise hinten drin, spielt sie jetzt den Ball hin und her, schlägt jetzt nach vorne, der Ball immer noch im Spielfeld. Aber bei Rossmann.
legt den Ball zurück zu David Richter. 1,5 Minuten in der offiziellen Spielzeit noch zu gehen. 1:1 steht's. Ein Fight auf Biegen und Brechen der OFC im Vorwärtsgang über die linke Verbindung. Jetzt wird das Tempo erhöht. Und dann versucht er in den Zweikampf zu gehen, immer noch. Der OFC fährt da, gute Position, zieh ab. Ah, Pressschlag. Dennoch bleibt der Ball in Reihen der rot gekleideten. Das sind die Hessen, das sind die Offenbacher. Feigenspahn. Ah, da kommt er nicht richtig vorbei. Aber dennoch, es wird Einwurf geben, OFC. Einwurf OFC, Feigenspahn. Zurückgeworfen zu Sebastian Zieliński. Ja, dreht sich jetzt einmal um sich selbst, clever gemacht. Rossi. Rossi, 50 Meter vor dem Tor. Jetzt der Ball zu Semisharic. Der will den Ball rausspitzeln zu Feigenspahn. Geht aber schief. Und Homburg kommt nochmal über die rechte Seite. Das Ganze aber noch in ihrer eigenen Hälfte. Jetzt der Ball nach vorne. Rossmann ist da. Klärt da resolut und schlägt das Ding über die Seitenlinie. Offizielle Spielzeit so gut wie vorbei. Jetzt sind noch 19 Sekunden auf der Uhr und Homburg spielt den Ball nochmal zurück zum Torwart. Also weiterhin steht es hier 1:1 und Lukas Hermes muss nochmal draufbeißen. Richtig draufbeißen, aber schafft es nicht, den Ball zu holen. Kein Abseits jetzt von Homburg, spielen den Ball nochmal rein. Immer noch Homburg an der Strafraumgrenze mit dem Schuss abgefälscht. Jawohl, und er geht zum Glück vorbei. Also Eckball FC Homburg noch einmal. 5:7, also 7:5 ist der OFC immer noch vorne mit Ecken, aber das nützt ja alles nichts. Jetzt müssen wir das Ding noch überstehen. Und es ist nur hier, glaube ich. Da. Der Ton ist noch da, geht aber vorbei, die Ecke. Und bis ins Aus. Jetzt ist das Bild wieder da. Tut uns natürlich leid. Und weiter geht's mit David Richter und dem Abstoß. Der Ball ist über die Torauslinie ins Aus gegangen. Also die 91. Minute ist im Gange, der OFC noch einmal im Vorwärtsgang. Jetzt weiter, Pass nach vorne. Also auf Hermes, mit der Brust erstmal mitgenommen, die Homburger erstmal dazwischen. Jetzt geht's wieder hin und her. Dennoch der OFC brachial erstmal dazwischen mit Vetter. Und dann kommt der FCH wieder über die linke Seite. Also schon auf den Strafraum zulaufen. Breitenbach stellt sich ihm in den Weg. Naja, da wird es keinen Freistoß für Homburg. Doch, Freistoß Homburg tatsächlich. Oh, das wird nochmal eine gefährliche Situation. Vielleicht sogar die letzte Situation, Fragezeichen. Ja, der OFC zieht jetzt den Wechsel durch. Nummer 9 geht vom Feld. Das ist unser Mike Feigenspahn, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die Flanke zum 1:1 gegeben hat. Und Christian Derflinger kommt also rein, feiert sein Comeback. An diesem heutigen Tag nach langer Verletzung am Fuß ist er also wieder dabei, unser Kreativmann Christian Derflinger. Geht also durch direkt in den Strafraum, um auch mit zu verteidigen. Diesen Freistoß wird nochmal gefährlich jetzt. Geris Gier steht da bereits. Mit rechts. Ja, geht aber vorbei und es gibt nochmal Ecke. Ja, nichts für schwache Nerven. Der FC Homburg vielleicht jetzt mit allerletzten Möglichkeit noch einmal Eckstoß. Diesmal von der rechten Seite. Alle Offenbacher jetzt im eigenen Strafraum versammelt. Ganz klar. Jetzt erst einmal das Pünktchen sichern. Vielleicht geht dann noch irgendwas, aber aufpassen. Jetzt kommt er reingeflogen und dann ist er vorbei. Und tatsächlich, er lässt weiterspielen. Das gibt für den OFC jetzt das allerletzte Möglichkeitchen, vielleicht doch noch ein Ding zu machen. Schauen wir mal. Ja, dann sagt es auch. Wir müssen auf Sieg spielen. Und Kasper sagt es auch, Rückenwind. Aber der geht in alle Richtungen. Gerade hier der Abstoß jetzt von David Richter, verlängert von Mike Vetter. Und er geht durch bis zum gegnerischen Torhüter, der jetzt schon abgeworfen hat. Und Homburg kommt nochmal über die rechte Seite. Langer Ball. Suchen dann natürlich Gößweiner, den großen Mann. Immer noch Gößweiner mit der Grätsche. Ball gespielt, immer noch Homburg im Ballbesitz. Jetzt aber geklärt die Situation. Und es gibt nochmal Ecke. Für Homburg. Ich kann es nicht glauben. Hat denn eigentlich jemand gesehen, wie viel er nachspielen lässt? 3 Minuten lässt er nachspielen. Wir sind schon drüber über der Nachspielzeit. Aber diesen
Eckstoß wird er nochmal ausführen lassen. Also, letzte Aktion dieses Spiels. Einmal noch irgendwie da hinten rausklären. Zieliński klärt. Abpraller landet nochmal bei Homburg mit der nächsten Flanke. Und Homburg kommt nochmal über die rechte Seite. Schiedsrichter immer noch nicht abgepfiffen. Irgendwie kommt er dann durch und dann ist er aber in den Armen von David Richter. Und dann pfeift er die Partie ab. Also ein hart umkämpftes Spiel, in dem es hin und her ging, endet mit 1:1. Wir haben es zumindest geschafft, diesen Ausgleich noch zu erzielen in Form von Dejan Bosic. Wir schauen uns die Tore nochmal an. Das machen wir aber ohne Sound. Und ich sage nochmal vielen Dank, Klaas, dass du heute dabei warst. Wie war es für dich? Ja, spannend, spannend. Danke allen, die zugehört haben. Und ja, abwarten. Es geht immer weiter beim OFC. So ist es. Der Lars sagt, es kann immer noch weitergehen. Wir blicken ab jetzt nach Offenbach, wir blicken auf den Biberberg, wir blicken auf Mittwoch, da geht es weiter gegen den KSV Hessen-Kassel. 1:1 der Endstand. Ich sage danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Kickers TV, OFC Fanradio verabschiedet sich. Macht's gut, schönes Wochenende.